Was geht ab, Bildungselite? Was geht ab, Jungs? Schön, dass ihr heute in so großer Runde da seid. Und besonderen Dank dir, Chris, dass du in deiner Prep kurz vor deinem Wettkampf, Anton ist weg, dir die Zeit genommen hast, um uns nochmal so ein kleines Update zu geben. Wir wissen, dass du nur kurz drin sein wirst, aber ich finde es einfach mega cool, dass du wirklich, so wie viele Tage out bist du jetzt? Fünf? Vier? Ja, glaube ich, vier, ja. 4 Tage vor deinem Wettkampf hier nochmal reinschaust und du siehst kaputt aus. Und das ist ein gutes Zeichen. Oh ja. Ja, war ein bisschen, also ist ein bisschen, aber ihr kennt das doch alle, ich brauche ja nichts sagen. Ist ein bisschen anstrengend halt, aber so ist das, ne? Die Ja. Bilder sehen vielversprechend aus, was man gesehen hat. Also, bist echt. Ich habe ja schon kommentiert, Crispy Chicken. Ja, ich habe auch jetzt zum Beispiel das heute Morgen. Ist dann auch halt ungefiltert und so, ne? Also auf jeden Fall, so sah ich definitiv noch nie annähernd aus bisher. Wann fangen die an zu laden? Oder wann? Morgen. Morgen. Aber ich hatte auch keine Peak Week. Okay. Tatsächlich. Also Ja, ist du das. bist ultra hart. Was willst du dann auch entladen? Das ist Quatsch. Ja, da guck mal, das darfst du gar nicht erzählen eigentlich, ey, ehrlich. Nach München. Wir haben München ein bisschen was ausprobiert, ne? War Müll, haben zum ersten Mal haben, Trinkstopp gemacht und so, war Katastrophe. Also war dann scheiße aus wie morgen, ne? Und ich hatte dann auch bis 4 Tage danach ging das Gewicht nicht runter durchs Wasser, weil der ganze Wasserhaushalt gefickt war auf gut Deutsch, ne? Ach, jetzt muss ich bezahlen, oder? Nee, das war nur bei dem anderen Wort. Und dann hatten wir 7 Tage low. Also so 100, 150 Carbs bis letzte Woche Mittwoch. Letzte Woche Mittwoch hatten wir 400 rein und wurde schon besser dann. Also Gewicht ging runter, Form wurde härter, ne? Und jetzt bin ich tatsächlich bis heute die ganze Zeit zwischen 400 und 600 Carbs geswitcht. Trinken durchgehend auf 8 Liter eigentlich, weil ich tatsächlich so viel am normalen Tag trinke. Das lassen wir auch so. Salz ist die ganze Zeit auf 8, 9 Gramm. Und ich wurde halt kontinuierlich tatsächlich härter, ne? Bis jetzt. Also ich habe jetzt Lowest Weight quasi gekriegt. Und immer wenn ich zu viel abgenommen habe, dann hat er mir 600 Carbs gegeben, dann ging es wieder auf 400, dann war das wieder zu wenig, dann wieder 600, ne? Aber lustigerweise waren die Tage jetzt mit Abstand am anstrengendsten. Also viel anstrengender als diese 150-Carb-Tage. Ja, weil der Ofen läuft, ne? Ja, Ofen läuft und Cortisol ging runter. Das heißt, du merkst die Erschöpfung dann richtig. Wenn du, ihr kennt das ja, ich finde diese niedrigen Carb-Tage einfacher als solche mittleren. Ne, diese mittleren sind so ein Zwischending, die sind voll undankbar. Die niedrigen, da bist du so im Modus und alles drum und dran, das merkst du nicht so wirklich, ne? Aber jetzt diese 6 Tage Mittel, die haben aber schon gut an der Form gezogen. Also ich wurde eigentlich täglich härter. Ich trainiere halt auch zu viel. Ja, also umfangtechnisch, ne? Ich habe heute zum ersten Mal ein bisschen weniger gemacht. Was hatte ich gemacht? Ich hatte Freitag Beine das letzte Mal, habe Samstag, Sonntag, Montag und heute komplett Oberkörper gemacht. Und ich habe immer so bis auf heute so 60 Sätze gemacht. Okay, stabil. Ja, weil das Ding ist, guck mal, wenn er, das ist aber mein Kopf, da muss ich noch lernen. Er gibt mir Essen. Ich weiß, okay, es ist eigentlich Peak Week. Ganz normalerweise heißt es, du musst eigentlich wenig essen. Ne? Ich habe aber relativ viel. Ich werde aber trotzdem besser, aber dann denke ich mir, okay, da musst du beim Training aber voll, jetzt nicht schweres Gewicht, aber Umfang. Ne? Weil ich so viel Essen habe. Das ist dann mein Kopf, der dann so. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft, das Cardio zu reduzieren. Da hat er mich drum gebeten. Und ja, morgen laden wir dann ganz rein. Ja, also ich habe jetzt auch deine ganzen aktuellen Bilder, habe ich halt alles verfolgt und so. Und ich muss sagen, deine Form ist halt Endgegner hart, ne? Wo ich ein bisschen Angst davor hätte, dass du halt nicht mehr so 100% die Fülle bekommst. Weil wenn man einmal so tief in einem Loch drin ist, ist halt mega schwer, das wieder aufzufüllen. Auch auf diese kurze Zeit, wenn es nur 2, 3 Tage sind, zu laden. Hätte ich ein bisschen Angst, ne? Deswegen auf jeden Fall ein bisschen Gas, glaube ich, rausnehmen, ne? Damit der Ja, Körper nicht das. Leben Genau. erwacht. Ja, das Ding ist, ich habe das ja quasi extra gemacht. Ich habe das übers Training gesteuert. Ich habe ja das Essen gehabt. Ich meine, wenn du jetzt 500, 600 Gramm Carbs hast und 60 Gramm Fett, ist das nicht wenig. Ne?
Und trotzdem nimmst du quasi ab, weil ich den Umfang so hochgehalten habe beim Training. Und ich schätze, wenn ich das ab morgen reduziere und wirklich nur so locker durchpumpe, sagen wir höchstens 45 Minuten, ne? Cardio raus und dann mehr Carbs rein. Ich schätze, Training war da so ein Punkt. Also ich hoffe, dass es dann klappt. Eigentlich ist es jetzt nur noch ein Wasserspiel, ne? Gucken, dass die Carbs reinkommen Ja. und dann, dass das Ding am Ende steht. Das Ziel war jetzt die letzten 5 Tage eigentlich nur halten. Dass du das so, dass wir das so bringen. Und es ist jetzt auch die nächsten Tage, ne? Eigentlich, ja, weil morgen sieht das schon ganz gut aus. Wie schwer bist du jetzt und wie schwer darfst du sein? Ich wiege 93,4. Ich darf Okay. 102 wiegen. 402, okay. Also Also Heavyweight. ich bin 1 Kilo schwerer als letztes Jahr am Wettkampftag mit viel besserer Form. Viel, viel besserer Form. Siehst aber optisch viel schwerer aus, also das ist die Hauptsache. Ja, auf der Bühne auch, ja. Das ist, ja, das Gewicht ist eigentlich relativ, dient uns nur als Marker. Ja. Hast du irgendwie noch einen Schirm, der kommt? Den man kennt vielleicht? Ich kenne einen. Ich kenne einen. Ja, viele, viele. Ich bin ja zum dritten Mal schon da. Und dieses Jahr ist er tatsächlich am stärksten besetzt. Auf jeden Fall. Also mit Abstand. Zum Beispiel ich weiß nicht, du hast dann wahrscheinlich nicht verfolgt, den Regional in England, oder? Vor 2 Wochen? Doch, der Typ, der gewonnen hat, den Gesamtsieg, der ist damals mit mir auf der Bühne gestanden. So ein richtig netter Kerl, den fand ich richtig sympathisch, mit dem habe ich mich unterhalten. Der hat auch mal einen richtig guten Sprung gemacht zum letzten Jahr. Der war mit mir damals in Schweden, ist er mit mir gestartet, ja. Ja, genau, der Heavyweighter, der gewonnen und Gesamtsieg da. Ja. Und der quasi Zweiter wurde, der Super Heavy gewonnen hat, das war Reese. Reese war letztes Jahr hinter mir Zweiter im Heavyweight. Hat dieses Jahr den Sprung in Super Heavy gemacht. Der hat zum Beispiel auch aufgehört zu arbeiten, hat jetzt sein eigenes Studio. Also er hat aufgehört, als Klempner zu arbeiten. Ne? Der sieht ganz fies aus. Auch. Also ganz fies. Wenn du. Fakt ist, gebe ich da weniger, komme ich mit weniger als 100, wird es nichts. Ganz einfache Kiste. Dann kommt hier von Tour noch. Wie heißt er? Ein Franzose. Von Patrick. Ha? Aber der ist, glaube ich, Anthony Giel, aber der ist bei Stefan Kitzel. Ja, der Weiß ich ist davon. Nein, 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 es kommt noch einer von Patrick. Aber ich habe den Namen vergessen. Der kommt auch super heavy. Okay. Ein Light Heavy, der sehr gut ist. Und ein super Heavy, den man vielleicht noch kennt, ist Josh Law. Den gibt es schon ganz lange. Ein Engländer. Aber da sehe ich Reese wahrscheinlich stärker. Also es gibt so, ich sag mal so, das wird ein Vierer gespannt von den Leuten, die ich kenne. Guckst du dir die Form täglich an oder ist es für dich zu viel Kopfgeficke? Von denen? Ja. Ja, ich schreibe denen auch, sieht brutal aus. Also ich habe da gar kein Problem mit Reese zum Beispiel. Der hat einen riesen Sprung gemacht von letztem Jahr, Alter. Ich habe den gratuliert. Ich habe den gratuliert unter seinem Post von Regional zum Beispiel, wo er super heavy gewonnen hat, ne? Und man muss sagen, der Regional in England, das war eigentlich, weiß nicht, das war besseres Niveau als Dennis James letztes Jahr bei uns. Kein Witz. Also ehrlich, ne? Und ich habe den zum Beispiel darunter auch gratuliert. Da hat Bodybuilding UK ja auch gescreenshottet, die haben das in die Story gemacht, haben gesagt, so muss das sein im Sport halt. Wir sehen uns in einer Woche auf der Bühne und er gratuliert ihm, dass er gut aussah und so, weißt du? Also da habe ich gar kein Problem mit. Ich freue mich dann eher drauf. Sonst wäre doch scheiße. Keine Ahnung. Ist doch geil, gegen Gute zu stehen. Ja, dann Ja. Ja. schon. Ist jemand dabei, der vielleicht live geht oder so, wie letztes Jahr? Ja, wir gehen live. Wer? Mit deinem Kanal? Ja, kannst einpacken. Ja, mit meinem Kanal. Sehr cool. Okay, schau rein. Ja, geil. Aber England ist, glaube ich, eine Stunde vor. Ich schätze, ich werde so um 10, ab 10 drauf sein. Jetzt Also sind wir dort. richtig früh dran, gell? Das ist richtig cool. Das ist voll geil. Das ist Nein. richtig. Guck mal, ich trimme mich ja schon seit 1,5 Wochen auf morgens. Auch, ne? Also Ja. ich trinke schon ab 21 Uhr nicht mehr quasi. Nur für die Nachttrinkstoff, ne? Und zieh meinen Körper schon in diese natürliche Entwässerung.
und habe morgens dann meine Bestform nach dem Aufstehen. Und das müssen wir halt dann nur halten bis 10 Uhr. Der Wettkampf ist Samstag, richtig? Genau. Ja, cool. Also Samstag 10 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Auf jeden Fall bei dir mal auf dem Kanal reinschauen. Ja, genau. Ab 9 fängt es an mit Bodybuilding und um 11 schon Classic. Letztes Jahr hat es auch noch eine Stunde gedauert. Krass. Ja, die sind echt gut organisiert. Wie ist jetzt so die Planung für die nächsten Tage? Wann fliegt ihr genau rüber? Wer kommt mit? Wie läuft das Ganze ab? Morgen um 14 Uhr geht der Flieger. Erstmal fliege ich mit Alex und mit Kira. Melissa kommt vielleicht nach. Die hat nämlich keinen Urlaub gekriegt, leider Gottes. Was richtig Müll ist. Aber über Ostern haben halt so viele Urlaub schon ganz lange angemeldet und so. Der fällt halt direkt auf Ostern, der Wettkampf. Und das war ja erst Anfang des Jahres bekannt. Ne? Die kriegt jetzt aber vielleicht doch Urlaub, wenn noch eine Arbeitskollegin tauscht. Also die kommt vielleicht nach. Rico ist bei uns in der Bude Okay. mit Frau. An dieser Stelle, Und Rico, herzlichen Glückwunsch zum potenziellen Wahnsinn. Vater sein, also zur Schwangerschaft. Stimmt. Ja. Justin kommt auch. Der guckt sich das an. Wohnt aber nicht bei Beziehungsweise euch in der Bude. doch, doch, auch, ja. Okay. Ja, wir haben ein großes Haus. Wir nehmen halt auch viel auf und so, ne? Und da machen wir auch viel zusammen und alles drum und dran. Essenstechnisch, was hat er mir gegeben für morgen? Also ich hatte gestern 400 Carbs, hat heute Lowest Weight, hat er mir heute 500 gegeben und ruhiger machen. Und morgen, wo wir anfangen reinzuladen, habe ich 800, 100 Gramm Fett. Ja, und dann weiß ich nicht, dann guckt er halt morgens und dann, das läuft eigentlich schon seit 1,5 Wochen jetzt Tag für Tag. Ich schicke morgens Bilder, er sagt, was gegessen wird. Ja, macht doch Sinn. Ja. Anton, du bist ruhig. Was sagst du zu der Hör Chris-Planung? zu, ich höre zu. Ja, Stimmst der du mit weiß, was Chris zu tun überein? ist. Also, das klingt ja alles nach einem guten Plan. Ja, ich mache mir da keine Sorgen. Jetzt ist eigentlich nur noch ausführen halt, ne? Das, was bei mir zum Beispiel immer ist, das weiß Alex auch, die letzten Jahre, ich neige halt zum Überdrehen. Ne? Das ist halt Wie jetzt diese. gerade mit 60 Sätzen. Ja, das ist diese Art, die ich halt habe. Die ist einerseits positiv, deswegen jetzt so der Progress die letzten Jahre und so, ne? Andererseits kann dir das auch sehr viel Stress bereiten, gerade so die letzten 2, 3 Wochen. Weißt du? Einfach zu viel zu machen oder so. Und Aber das ich mag hat, glaube ich, jetzt. jeder durch. Das hat wirklich jeder Ja, durch. Also ehrlich, ne? das kommt mit der Erfahrung, das kommt mit der Zeit und das kommt mit dem Alter. Also irgendwann merkst du, dass das dir nicht gut tut und dann wirst du schon etwas schlauer, was das angeht. Halt, ne? Also ein bisschen, ne? Also Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also man muss nicht mehr Kraft anwenden als man braucht. Ja? Also, sonst geht es einfach alles daneben. Ja, das glaube ich dir, aufs Wort. Ohne Scheiß. Wollte ich auch gerade sagen. Dieses Jahr habe ich Alex geschrieben. Das war ab letzte Woche Mittwoch, wo er mir dann das Essen hochgezogen hat, ne? Wo ich dachte, okay, wir ziehen jetzt bis zum Wettkampf ganz niedrig durch, weil ich muss fertig werden, dies, das, ne? Hat er gesagt, nein, du isst jetzt mehr. Und da habe ich Alex geschrieben, okay, ich denke jetzt nicht mehr, ich mache nur noch. Jetzt ist so der Zeitpunkt für mich, ich mache den Kopf aus. Du sagst, was ich machen soll. Und ich bin einfach nur im Leerlauf. Weißt du? Und das funktioniert mit Abstand am besten. Und das ist auch der Grund, warum manche Leute schreiben mir ja immer, warum man einen Coach braucht. Also jetzt auch, wenn man selber Leute betreut oder als Olympia-Athlet oder sonst was, allein das ist schon Gold wert. Dass du jemanden hast, dem du vertraust, den du halt deinen Kopf abgeben kannst, weil dein Kopf fängt halt an, dir irgendwann Streiche zu spielen, ne? Ja. Du und Alex seid ja eingespielt. Ihr kennt euch ja schon so lange. Ja, aber also ich habe das Gefühl, dieses Jahr funktioniert es. Wir wissen langsam richtig, wie wir es machen müssen, sagen wir mal so. Mega. Was ist der Plan, falls England jetzt nicht klappen sollte? Wie geht es dann weiter für dich? Tatsächlich FIBO. Ja, cool. Direkt eine Woche danach. Wo ich aber gestehen muss, wo ich eigentlich gar keine Lust habe, da den Wettkampf zu machen. Weil Nico startet, oder? Quatsch. Nein. Nico muss erstmal fertig werden.
Ja, gut. Das soll er jetzt auch mal als Ansporn nehmen. Also den Spruch, ne? Nein, weil bei mir jetzt wieder sehr viel Social Media mäßig passiert ist, die letzten Wochen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nachrichten ich habe, gerade offen. Auch wegen der FIBO jetzt, weißt du? Und ich glaube, das wäre mit sehr viel Stress verbunden. Also ich würde FIBO machen, weil es einfach am schlausten ist. Es wäre für mich aber, glaube ich, entspannter, im Ausland zu starten. Ja. Eine Woche danach wäre zum Beispiel Schweden oder so, ne? Aber ich meine, wenn jetzt in Deutschland ein Wettkampf ist, dann wäre es ja unsinnig, jetzt nochmal 2.500 € oder so auszugeben, nach Schweden zu fliegen mit Airbnb, allem drum und dran. Da kann ich mir auch einfach da in, was habe ich jetzt? Ich bin ja so oder so, sind wir bei der FIBO, habe ich mir jetzt Bayer Arena Hotel geholt, weil Köln ist halt auch, ne, überteuert. Krass, oder? Ja, Bayer Arena habe ich 2 Nächte, 2 Personen, 330 €. Fertig. Und wenn man das jetzt einfach logisch gegensetzt, ne, mit dem Auslandswettkampf, macht das halt mehr Sinn. Also FIBO wäre der nächste. Wäre eigentlich auch ganz geil, ne? So vor heimischem Publikum die Pokale zu holen. Ja, wenn Weil dann wir vor hoffen allem natürlich, Leute dass es. kommen, die dich feiern, du sagst ja, deine Community ist da. Und wenn du dann da Profi werden solltest, das ist natürlich geil. So, da eskaliert dann die ganze Halle so quasi. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich sage euch ehrlich, ich tue alles dafür, dass das Ding in England klappt. Ja, das sollte doch der Plan sein. Bitte? Wer hat jetzt gehangen? Weiß nicht, irgendjemand hat gehangen, ich habe es nichts verstanden. Glaub du, Martin. Oh, fuck. Ja, schon wieder ab. Ja. Wer von euch ist denn überhaupt bei der FIBO und wann seid ihr da? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Schatz, wann sind wir bei der FIBO? Ich bin alle Tage da. Also ich reise Mittwoch an und Sonntag zurück. Also alle Tage und auch Leute für den Pro Qualifier, 3 Leute. Bist du nur als Coach und Privatperson da oder stehst du noch irgendwo am Stand? Nee, also ich bin an keinem Stand. Ich mag das auch nicht. Also ich finde es gut, dass ich an keinem Stand stehe, weil ich will an der FIBO auch was sehen, mit Leuten reden und so. Wenn du dann an diesen Stand gebunden bist, dann müssen die Leute zu dir kommen und so. Also ich finde es ganz cool, da einfach durchzulaufen. Genau. Ja. Ja, ich bin auch am Wettkampftag, bin ich da. Am Samstag. Wenn es da Samstag ist, ja. Samstag Ja. und Sonntag. Also ist auf 2 Tage aufgeteilt. Ja, okay. Ah ja, dann bin ich da, wo Bikini da ist. Dann ist. Okay. Sehr cool. Ich bin Samstag da. Bist Anton, du wie auf ist bei 2 Tagen? dir? Ist Auf 2 Tagen? Wettkampf? Das müsste Martin, glaube ich, wissen. Martin, ist der Wettkampftag auf 2 Tage aufgeteilt? Ich glaube, er ist auf 2 Tage aufgeteilt, ja. Samstag und Sonntag. Okay. Ja, ich bin auf jeden Ja. Fall Samstag da und ich glaube, da ist auch Bikini. Also Ingo, wir könnten uns sehen da. Sehr cool, freue ich mich. Ja, ich bin Samstag da. Und sollte ich Wettkampf machen, bin ich dann halt da, dann auch noch Sonntag. Und Anton, bist du auf der FIBO? ich bin Samstag, Sonntag da, hauptsächlich bei Markus auf dem Stand. Ja, und zwischendurch laufen wir noch mit Massive so ein bisschen durch die Gegend. Aber wie gesagt, hauptsächlich bei Rüls 4 und 2 war Rüls Ja, Bestes. geil. Samstag auf Sonntag. Ich glaube, es sind relativ viele Samstag da von uns. Vielleicht müssen wir mal irgendwie zu einer gewissen Uhrzeit so ein kleines Treffen machen. Dass wir einmal irgendwie sagen, keine Ahnung, 13:30 Uhr, einmal kurz Im irgendwie Stand. treffen. Beim Am Rüls Rühlstand, genau. Bestes. Ja. Immer Ja. zu Anton. Ja. Lass uns Gerne. auf jeden Fall mal in einer Gruppe schreiben. Das fände ich irgendwie cool, uns mal alle ganz kurz zu connecten und zu sehen. Ja, Ja, machen oder wir das. nach der FIBO was essen gehen oder so. Können wir auch. Weißt du, wie viele schon gefragt haben, Alter? Es ist unmöglich mit deinem Plan sowas gar nicht erst, Alter. Ja. Ich sehe jetzt schon, Alter, am Ende wird es sowieso mit keinen klappen und ich dann nach Hause alleine fahren werde. Alleine Ohne zu Hause im was Hotel zu gegessen zu haben, Pizza. Alter. Nee, Das ist immer so. Das ist immer so. Man verabredet sich am Ende, keiner kann. Wir fliegen, weil ja die Eventualität besteht, dass London nicht klappt, ne? Haben wir auch den Rückflug natürlich direkt auf Sonntagmittag gelegt. okay. Ne? Wir sind jetzt nicht noch einen Tag extra da oder so, weil wäre ja Unsinn. Für den Fall, dass es nicht klappt, ne? Ja. Ja. In welchem Staat findet das statt? Wo ist das genau in Schweden? Nee, England. Ah, England. Wie komme ich auf Schweden jetzt? London. Maidenhead, das ist genau da, wo es letztes Jahr war. Das sind so, keine Ahnung, ist wie ein Vorort von London. Okay. Ja. Also von Heathrow zum Beispiel ist das eine halbe Stunde. Okay.
Okay. Ja, ist direkt, also alles ganz, ganz locker. Habt ihr Mietwagen? Nee, wir machen Uber, genauso wie ich. Ich Würde würde mich mich auch auch nicht nicht trauen, Alter. ehrlich, also erstmal ich schon mal gar nicht. So Wettkampfmodus, ne? Und dann andere Spur, hau ab. Okay, das stimmt, das habe ich vergessen, Also ja. ich muss sagen, selbst Taxifahren war für mich eine Herausforderung gewesen, Alter. Ich habe mir fast in die Hose gepisst, Alter, jedes Mal, ne? Immer Uber, immer Ja. Uber. Hatten nicht du, Alex und William da drüben im Mietwagen? Das war reinste Ja, Katastrophe. 220, William, ja, William. William, der Typ, der Gewicht drücken musste, 220 für seine Classic-Klasse, der irgendwie 3 Tage nichts getrunken und gegessen hat, ne? Der mietet Mietwagen, der nur auf ihn versichert ist, holt uns, schreibt uns, als wir ankommen: Jungs, ich schaff's nicht, euch abzuholen, kommt mal dahin, bitte. Du siehst nur vierspurige Straße, er steht auf einer Bushaltestelle von diesen roten Doppeldeckerbussern, so ans Auto gelehnt, so komplett Totalschaden. Und dann sind wir da erstmal durch die Stadt gefahren zu unserem Airbnb. Keine 5 Minuten, 3 Bordsteine, einmal Gegenverkehr, ohne Scheiß, alles drum und dran mitgenommen. Der ist das ganze Auto demoliert. Fuck. Das war schon so. Scheiße. Ja. Ja, normal, wenn wir unterwegs sind, liebe ich Mietwagen zu holen, ne, weil du bist halt ultra independent, kannst immer rumfahren, wie du Bock hast. Aber England ist natürlich eine ganz andere Ja, aber Geschichte. ey, nicht Gegenverkehr, Ja, wirklich. Habe ich Mann. überhaupt keinen Bock drauf. Glaube ich Überhaupt nicht. keinen Bock, mir da noch einen Kopf ums Fahren zu machen, Alter. Ja. Und dann direkt in London, einfach noch größte Stadt überhaupt. Ja, mit so Straßen wie Amsterdam teilweise, Ja. weißt du? Nee, hau ab. Nee. Ja, gut. Uber geht ja auch relativ entspannt. Airbnb habt ihr dann direkt in London oder da in der Stadt direkt, wo der Wettkampf ist? Ja. Sind 10 Minuten vom Wettkampfort. Also ist außerhalb. Ist Ja. halt so ein, ist so ein Riesenhaus, ne? Wir sind ja Ja. alle unter einem Dach. Ist Ja. auch witzig, kann man auch mal erwähnen. HPN, Neosubs und Big Zone. Voll gut. Cool. Ja, oder? Finde ich mega. Ja. So muss es doch eigentlich auch sein, Alter, Leute, ganz ehrlich. Eigentlich ja. Ja. Ne, guck mal, hier sitzen jetzt auch HPN, ESN, Rühls Bestes, Olymp. Alle sitzen hier zusammen, unterhalten sich, finde ich nett. Ja, So Mann. Ja, soll es auch vor allem sein. Justin. Justin kommt ja nur, also nur so mit quasi, ne? Natürlich ein bisschen Content machen und so. Ja. Aber der macht ja nicht mit. Der müsste jetzt auch nicht zwingend für Rico mit oder so. Nee. Ne? Das ist schon geil. Finde ich Ist schon auch. cool. Obwohl Rico ja im Team Madsen ist, also wird Justin ihn wahrscheinlich dann Backstage auch betreuen und so wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß nicht. Guck mal, also ja, er wird ihn betreuen, safe, aber jetzt Backstage, Alter. Bodybuilding dauert 2 Stunden, ne? Das geht von 9 bis 11. Ja. Weißt du, was sie haben wollen für ein Betreuerbändchen von 9 bis 11? 200? 250 Pfund. Alter, Pfund! Letztes Jahr. Ja. 250! Ja. Pfund! 200 oder 250 Pfund waren es letztes Jahr. Eins von beiden safe. Das heißt, das sind 250 bis 300 € für 2 Stunden. Macht doch keiner, oder? Das ist Ich echt mache hart. das. Also dieses Jahr mache ich es. Echt? Weil dieses Jahr will ich die Scheiße. Da sage ich, Alex, du kommst mir nach hinten, du bleibst neben mir und sagst mir, was ich machen soll. Ne? Ob ich jetzt diese 300 € da bezahle oder nicht, ist mir scheißegal. Letztes Jahr habe ich es nicht gemacht. Dieses Jahr mache ich es auch einfach nur, damit er da ist, so, weißt Allein du? deswegen würde ich den Wettkampf schon mitmachen, weil die ganzen Two Bros Bros Wettkämpfe, die sind so krank überteuert, würde ich deswegen schon boykottieren, damit ich Aber es überhaupt geil nicht cool finde. organisiert, Digga, da gibt es keine Verspätung. Da gibt es kein Bodybuilding, ist erst abends dran. Die schweren Klassen am besten noch ganz am Ende und so ein Scheiß. Aber Du das haben bist. andere auch schon hinbekommen, so ist es nicht. Ne? Ich finde es zu Ja. teuer, ich finde es übertrieben. Einfach so Gelder, weil die wissen, jemand muss mitkommen noch Backstage, jeder will jemanden dabei haben, das dann noch so teuer zu machen, finde ich einfach Also nicht. letztes Jahr hatte ich ihn nicht mit. Letztes Jahr hatte ich ihn nicht mit. Da lag ich ja mit Tobi Hane hinten. Ja. Da hat er mir vorher gesagt, ja, also, weil theoretisch jetzt für 2 Stunden. Ja. Du machst da nicht mehr viel in 2 Stunden. Du hast die Mahlzeit sowieso schon gegessen. Dann Ja. zum Aufpumpen nimmst du noch was und fertig. Hast du Öl dann schon gehabt oder was? Nee, das hat, wer hat das gemacht? Hat das Tobi gemacht oder irgendwer? Irgendwer hat das gemacht. Ja, diesmal macht das Alex, ja.
Also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann mit dem DBFV-Wettkampf, wahrscheinlich nicht vom Umfang her, aber im Prinzip kannst du auch aus dem Backstage-Bereich auch rauslatschen. Alex gibt dir draußen das Öl drauf, nur latsch wieder rein. Ja, oder stimmt. Nicht? Nee, geht da nicht. Nee? Okay. Nee, du musst einmal aufs Gebäude rum für Backstage. Ja, Alex kann ja am Gebäude warten. Ja, aber ich stelle mich jetzt nicht draußen bei dem Wetter hin, da gibt er mir das Öl raus. Ja, gut. Digga, ehrlich, also für, ich sag mal so, keinen Funken Stress ist mir diese Tacken wert an dem Tag, weil ich die Scheiße gewinnen will. Okay, ja, verstehe ich. Das ist so das einfache Ding. Ja, das ist trotzdem krass, ne? Wie man da ausgebeutet wird teilweise bei solchen Veranstaltungen. Ja. Ja, aber du kommst mit Rückenwind, du hast die Regionals, auch trotzdem, da was in die Hose gegangen ist, eindeutig überragend gewonnen, muss man sagen. Und von daher kannst du eigentlich nur mit einer breiten Brust und einem guten Selbstbewusstsein dann in England auftreten. Und wenn es dann passt, dann passt es. Und wenn dann jemand besser war an dem Tag, dann war halt jemand besser, ne? Ja, genau, das ist das Ding. Ich mache, was ich kann. Ich verliere dann, es wird mich stören, wenn ich verliere, weil wir irgendwas verkackt haben. Ja. Wenn ich verliere, weil ein Besserer da war, dann ist es so, Alter. Dann gratuliere ich dem. Er war besser an dem Tag und fertig, dann geht's weiter. Richtig. Das hast du nicht in der Hand. Ja. Toi, 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 auf jeden Fall. Und dann fliegt ihr morgen von Hannover aus oder wo fährst du denn morgen? Nee, Hamburg. Hannover war doppelt so teuer. Ja, krass. Hamburg bezahle ich 315 für hin und zurück. Ja. Hannover wäre 500 bis 600 gewesen. Krass, wie teuer die Flüge geworden sind, das ist heftig. Ja, das ich erinnere mich noch an die Zeit, wo du mit Ryanair oder EasyJet irgendwie für 15 Euro hin und her geflogen bist. Ja, das ist krass. Jetzt genau von 4. bis 9.4. streikt irgendein Flughafenpersonal in London. Ja, klar, über Ostern. Ja, also genau jetzt die Zeit, wo wir da sind, ne? Aber ist nur Sicherheitskontrolle. Ist scheißegal. Alright, Leute. Wer ist nächste Woche bei Dennis Wolf? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, ich bin auch da, ja. Freunde, ich bin jetzt erstmal wieder weg. Ich muss Coachings erstmal machen, bevor ich Koffer packe. Alles klar, viel Erfolg, Chris. Ja, danke fürs Reinkommen. Dir die Daumen, ja. Danke. Danke. Dir die Daumen. Schön, bleib gesund. Hol die Procard. Alles, ja. So. Dennis Wolf, Classic. Ja, wie seid ihr da? Habt ihr da Athleten, die an den Start gehen? Oder seid ihr einfach nur Dekoration? Ich hab drei Athleten. Also ein Men's Physik und zwei Classic Physik. Ja. Ich hatte jemanden gehabt, der ist leider abgesprungen, hat Darmgeschwür 2 Wochen vom Wettkampf bekommen. Leider. Obwohl wir ohne Oros gearbeitet haben. Na, ist alles eine stressbedingte Sache. War natürlich schade, der war schon fast fertig oder war schon fertig gewesen. Musste leider abspringen. Aber ich bin dennoch trotzdem dabei. Ein Kollege von mir kommt aus Schweiz, beziehungsweise der ist schon heute zu mir gekommen. Und am Freitag fahren wir dahin. Und der Vlad kommt dahin als Gastposer. Okay. Stimmt, der ist beim Dennis, ne? Hab ich gesehen, ja. Ja, genau, der arbeitet dann mit Dennis zusammen. Scheiße, Batterie ist fast leer. Ja, am Freitag reisen wir schon dorthin. Ne? Und ich glaube, am Samstag nach dem Wettkampf fahre ich dann wieder nach Hause. Ja. Ja, ist ja nicht weit weg von mir. Ja, ich fahre wahrscheinlich auch direkt nach dem Wettkampf nach Hause, weil es auf Bochum 2 Stunden fahren wir, gell, sowas. Ja. Das war irgendwie sowas und dann fahren wir auch direkt wieder nach Hause. Die Athleten? Ja, eine die Bikini-Athletin, ja. Die dann auch auf der FIBO starten wird, dann die Woche später. Genau. Cool. Ja, und glaubt, Ansagen? Werden eure Athleten da was reißen? Ja. Schaut sehr gut aus, ja. Mein Mensch, Physikathlet wird Profi auf der FIBO, glaube ich. Außer es kommt jetzt, also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, sage ich mal, diese Saison. Rico? Könnte. Rico hat keine Chance. Er hat nicht? Keine Chance gegen den? Wie heißt er? Turbo 97. Muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob der aktuelle Bilder drin hat. Ich denke schon, der ist brutal. Der ist auch ein Sunny Boy. Also der sieht auch im Gesicht richtig gut aus. Und das Krasse ist, wir sind letzten Herbst schon gestartet. Und da war der Natural. Ne, und hat schon die NRW gewonnen. Also NRW Cup bei der FIBO gewonnen. Hat DBFV Newcomer gewonnen, hat DBFV Bavü gewonnen und ist halt bei Dennis James Classic ist der Dritter geworden, ne, aber natural. Und jetzt haben wir ein bisschen was reingemacht, ne, Minimaldosierung, und der hat einfach nochmal 7 Kilo draufgepackt. Also dieselbe Härte jetzt, aber nochmal 7 Kilo schwerer. Also ja. Absolutes Talent, so, ne, muss ich sagen. Okay. Deshalb, okay. Ja. Bin ich gespannt.
Ja, wir brauchen noch ein paar Nachher wird der letzte Satz. Nein. Ja, ich will jetzt ja auch nicht zu groß reden und nachher wird es doch nicht so, aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Ja, Mann. Ja. Schön Druck aufbauen hier. Ja, ja. Sonst fliegt aus dem Team. Richtig. Ja. Nee. Wie habt ihr den Regional jetzt am Wochenende wahrgenommen, also den Olymp Cup? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht verfolgt. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen, na, von ein paar Athleten, denen ich folge, aber ansonsten, ja. Und Gastauftritt von Dennis und von Enrico. Was sagt ihr zu den beiden? Dennis ist brutal. Ja. Bitte? Ich finde Dennis heftig einfach. Ja, Dennis heftig, ja. Hat auch eine heftige Wampe gehabt. Aber gut, ist ja normal. Ja. Ich wollte gerade sagen, die hatten beide guten Kessel, aber ich fand, die sahen beide brutal aus. Auch Enrico, richtig, richtig fleischig. Ja, ne, so kurz nach seiner OP, ne, und so. Ja, der hat echt diese Fähigkeit. Eine krasse Muscle Memory. Ne? Mhm. Also, der kommt wieder, also der kommt super, sau schnell wieder ins Form. Ne? Ja. Auch Georg Behringer Gesamtsieg, finde ich, ging absolut in Ordnung. Ist richtig, ja. Auch richtig netter Kerl, kann man echt gut mit ihm unterhalten und so. Und aus der Linie brutal, also da fehlt Linie auch. Ich bin echt gespannt, was er jetzt noch weiterhin treibt. Ich habe jetzt persönlich noch nicht mit ihm geschrieben, was er jetzt noch vorhat, aber ich denke mal, irgendein Pro Qualifier wieder mitmachen jetzt dann und es wird auch spannend, wie er da abschneidet, weil der einfach den Frame hat, einfach so die mega schöne Linie und auch keine so richtigen erkennbaren Schwächen hat. Ja. Traut ihr ihm zu, dass er Profi werden kann? Ja. Können, ja, ich meine, ja. Kommt auf die Konkurrenz drauf an, natürlich. Genau, wie Chris es werden kann, ne, aber es kommen so viele gute Leute, die alle so in Reichweite voneinander sind und da kommt es auf die Tagesform drauf an. Aber können tut das, ja. Mhm. Der ist bei Manuel Bauer im Coaching, korrekt? Der war die ganze Zeit beim Kevin Gibhardt. Der ist jetzt beim Kevin Gibhardt, ne, aber jetzt ist er bei Manuel. Okay, ja. Es ist kein größeres Problem, heute ein Profi zu werden. Es ist eher ein großes Problem, Profi zu sein. Also regelmäßig. Er ist einfach von der finanziellen Seite. Die ganzen Wettkämpfe. Also es ist schon sauteuer, das Ganze. Und ja, und dieses Niveau halt immer hochhalten. Das ist das Schwerste daran. Also wie gesagt, nicht die Pro-Card zu gewinnen, sondern dann Profi-Wettkämpfen regelmäßig oder die Profi-Wettkämpfe regelmäßig zu bestreiten halt und immer wieder einen vernünftigen Niveau zeigen. Halt, ne? So. Das ist das Komplexe. Das ist die Kunst. Hm. Anton, was sind eigentlich dann deine Pläne dieses Jahr als Profi? Meine? Ja. Herbst. Ne? Also ich habe jetzt fünf Wettkämpfe als interessant befunden und ja, ich werde dann halt entscheiden, an welchen ich dann teilnehme. Die ersten drei finden irgendwann im September statt und dann erst im November, also da ist halt noch zwei Monate Unterschied dazwischen. Ich werde dann entscheiden, werde ich einfach gucken, wie ich mich fühle und wie vor allem von dem Finanziellen natürlich, ob ich das alles gestemmt bekomme. Ne, das ist Alicante. Ah, scheiße, hab das nicht mehr im Kopf. Yamamoto? Nein, weiß ich nicht. Also, da sind immer so ein, zwei Wochen dazwischen. Ich müsste mal nochmal in den Kalender gucken. Na, und im November sind es, Rumänien, Prag, na, sowas. Ja. Eventuell Tokio. Tokio? Da wollte ich immer hin. Mal einfach. Ja. Das wäre dann der letzte Wettkampf. Deswegen sage ich ja, das wird natürlich richtig teuer. Na, mal gucken, wie ich das dann so finanziell, ob ich das halt so hinbekomme. Ja. Das ist interessant, ja, Mann. Das wäre cool. Ja. Das würde mich, glaube ich, auch am meisten reizen. Ja, Mann. In Tokio auch cool, ne? Ja, Tokio wäre geil, ne? Aber halt ein langer Flug, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das so durchhalte, ne? Da bist du den ganzen Tag unterwegs, wenn du hin willst, ne? Ja, ja, Alter. Das ist natürlich schwierig. Aber dann sollte man am besten wahrscheinlich schon eine Woche vorher hinfliegen und ja. Und noch eine Woche länger bleiben oder nochmal Japan genießen. Auch noch eine Woche länger bleiben, Japan genießen, ja, ein bisschen essen gehen da und so. Ja, genau. So ein paar Tage würde ich auf jeden Fall dort bleiben.
Also krass. Tokio wollte ich auf jeden Fall schon mal ja, mir ansehen und einmal da gewesen zu sein. Ne? Das ist ja schon so ein, ja, Metropole, ne? Also ja, ist in Tokio halt, ne? Die größte Stadt der Welt, ne? Die meisten Einwohner der Welt, ne? So. Was ich cool finde, ist, dass es auf jeden Fall dann zum Duell zwischen dir und Kevin kommen wird, wahrscheinlich. Finde ich sehr interessant. Weil Kevin der. Booker Ja, genau. in Alicante oder in Tokio? In Tokio wahrscheinlich Wollt ihr nicht, auch nach aber. Tokio oder was? Tokio wahrscheinlich nicht, aber der hatte auch halt angepeilt, Italien, Alicante und dann eventuell noch Prag, Rumänien. Alicante haben einige so eingepeilt, ne? Deswegen reizt mich das auch. Ne? Also je Ja. mehr deutsche Athleten, umso besser. Finde ich auch, finde ich cool. Ja. Ah, Ingo immer noch raus, Martin immer noch raus. Erstmal Ja, wie ja. geht's dir eigentlich jetzt gesundheitlich, Ingo? Bis darauf, dass meine Katze mich ins Auge, in den Augapfel gekratzt hat, eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also hier Boah, weiß boah. Das sieht man Ich deutlich. wollte es so nur Spaß haben mit Niki auf dem Bett so ein bisschen gespielt und ihn so geärgert. Und dann habe ich Niki so die Pfote geküsst und dann wollte ich bei meiner Katze auch die Pfote küssen und der hat das gar nicht gepasst und voll in den Augapfel rein, ne? Aber da kannst du aber auch glauben, dass die einmal so, ich habe so ausgeholt und dann ist sie einmal durch den Raum geflogen, aber das tut jetzt immer noch weh. Das ist ganz komisch, als ob du jetzt so voll wie so, ja, da ist so ein Druck im Auge, das ist zwar ganz strange, ne? Der ist nicht fest erwischt, aber genauso, dass so eine Ader fett geplatzt ist, man sieht genauso den Kratzer. Scheiße, Schon ein bisschen nervig, ne? Also keine Ahnung. Aber Mann, ich sonst muss. alles passt schon, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt noch einen Termin ausgemacht für ein Blutbild und ja, wenn das halt so ein bisschen in positive Richtung entwickelt hat, was ich hoffe und davon ausgehe, hoffe ich, dann werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen so locker einsteigen mit dem Ganzen. Und ja, genau bis dahin habe ich jetzt ein bisschen low einfach gemacht. Ich habe jetzt auch nicht so immer wieder mal trainieren, aber nicht so ultra regelmäßig, weil jetzt die Küche auch anstand oder beziehungsweise Umzug. Da ist es richtig viel zu tun und wir sind die ganze Zeit am Machen und Tun und schon richtig viel. Und wir haben so viele neue Möbel bestellt und Scheißdreck und da ist schon viel zu tun. Und mich hat dann die OP und danach. Wenn das ein bisschen rum ist, dann kann ich auch, habe ich wieder einen Kopf dafür und habe ich auch wieder Bock drauf. Aber genau. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt so ungefähr um die 100 Kilo und das ist echt krass. Davor hatte ich so um die 120 und das gibt dir so viel Lebensqualität, muss man sagen, wenn man so viel leichter ist. Ich kann wieder ohne Maske schlafen. Das ist so befreiend, ohne verfickte Maske zu schlafen. Ne? Ich schnarch nicht mehr. Du kommst die Treppen hoch, ohne dass du nach der dritten Treppe keuchst wie so ein Schwein. Nur die eine Stunde im Gym, die ist halt katastrophal jetzt, scheiße. Ne? Aber sonst, die restlichen 23 Stunden, da geht es ja so viel besser. Ich weiß nicht, ich kann in allen Positionen liegen. Ich kann plötzlich anfangen zu laufen mit Niki und so. Das ist krass, wie viel Spaß es macht, wenn man ein bisschen leichter ist. Ja, natürlich vermisst man das andere auch wieder und ich will da auch wieder in die Richtung, aber es ist, man merkt schon, okay, alle, die jetzt so in dem Bodybuilding-Film 100%, 1000% drin sind und jeder muss irgendwann da raus. Irgendwann kann ich mit 120, 130 Kilo in den Sarg reinsteigen und es gibt auf jeden Fall so viel, auf das man sich, was ich jetzt gemerkt habe, dass es sich zu freuen lohnt, wenn man halt quasi nicht mehr dieses Gewicht hat, weil man einfach so viele andere Sachen wieder machen kann, ja, und es gibt so einen positiven Ausblick, ne? Auch wenn man das eine dann nicht mehr so intensiv machen kann und nicht mehr der krasseste ist und jeder sagt, oh, schau, was für ein Freak bist du? Und dann gibt es aber trotzdem so viele positive Effekte und das gibt so einen schönen Ausblick, finde ich. Ich weiß Und ganz trotzdem genau, willst wovon du du jetzt. sprichst. Ich hatte auch mal vor, ich meine, 3 Jahren bin ich komplett mit allem rausgegangen. Na, ich habe dann auch extra noch eine Diät gemacht, Low Carb. Ich wollte auch nicht fett werden. Na, also auch nicht krass, nicht allzu viel Eiweiß gegessen. Also quasi einen auf Yoga gemacht. So. Na, und ich habe ordentlich an Gewicht verloren. Na, für meine Verhältnisse. Ich wog 110 Kilo, glaube ich. Na, und das waren wirklich Weltenunterschied. Also ich habe das wirklich, ich habe mich wieder in den Fußballspieler gefühlt. Ne? Also ich hatte Ausdauer gehabt, na, und ich habe mich so leicht gefühlt, hatte ich wie so ein Karate-Tiger. Ich konnte Ich gefühlt Salto machen, Alter, kann mich weißt du, beim Duschen kann ich mich richtig hinten so kratzen und so. Ich komme richtig weit ran. Das ist voll crazy. Das ist, so gelenkig war ich noch schon so lange nicht mehr. Und das ist echt verrückt so. Das ist. aber mich hat natürlich trotzdem die Psyche, mein Ego hat mich schon gekratzt. Also wenn ich Ja, ins Spiegel brutal, geguckt ja. habe,
Dann dachte ich, scheiße, ich fühle mich zwar gut, aber ich will so nichts aussehen. Alter. Das, Ja. ich Das heißt will, so, ich will groß und breit sein. Ja, also, ja, das das, ist halt so zweischneidiges Schwert. Man versucht sich auf ja. das Positive zu konzentrieren. Natürlich, das Negative kommt immer durch und man schaut den Spiegel, versucht den Spiegel so auszuweichen und so. Aber ja, gut, man muss sich halt darauf konzentrieren, so lange wie es halt dauert, ne? Da muss man sich halt darauf konzentrieren und das Positive mitnehmen, so lange wie es halt andauert, ja. Das Aber ist ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, irgendwo freue ich mich irgendwann, wenn ich wirklich, wenn der Alter kommt, wo ich die Profikarriere aufgeben muss. Ich hoffe, das kommt durch den Alter und nicht durch Verletzungen oder so, also nicht gezwungenerweise. Und ich glaube, ich habe kein Problem, nicht mehr diese Masse zu haben und halt wieder dieses Wohlbefinden zu bekommen. Also ich bin irgendwo, freue ich mich schon drüber. Ne? ja. Also es dauert zwar noch, also ich hoffe, dass ich noch gute 8, 9 Jahre Bodybuilding machen kann, so Wettkampfbodybuilding. Aber wie gesagt, wenn es vorbei ist, dann dann kommt die nächste Phase. Ne? Ich habe schon überlegt, was ich so alles machen könnte. Ne? So wirklich so ein Yoga-mäßig, etwa so. Ne, sich dehnen, stretchen und funktional, also wieder funktional zu werden, halt, ne, also beweglicher zu werden. Ne? Ja. Ja, das letzte Mal sind wir auch auf einer Familienfeier gewesen von der Michelle. Und dann habe ich jetzt, sonst habe ich immer den Druck, okay, du musst jetzt essen, du musst dein eigenes Essen mitnehmen, okay, musst nach Hause ins Training und dies und das. Und jetzt bin ich da echt den ganzen Tag da gesessen, habe mit denen gequatscht, habe dann auch mal ein Stück Kuchen mitgegessen und so. War echt mal ein komplett normaler Mensch, habe dann auch dort einen Schnitzel mit Pommes bestellt und so, was ich früher halt niemals gemacht hätte. Und ich glaube, das hat mich extrem sympathisch gemacht, weil ich immer so ein bisschen. Die verstehen es halt nicht so 100% im Ja. Bodybuilding-Lifestyle und da bin ich ein bisschen angeeckt und vielleicht auch nicht so gut angekommen. Ich dachte mir, halt, scheiß drauf, ich mache mein Ding so. Und jetzt, wenn man einfach da sitzt, mit denen zusammen Kuchen isst und so, da kam halt, glaube ich, richtig gut an und ich kann einfach so mit denen quatschen, wie ich halt jetzt hier quatsche und nicht habe im Hinterkopf, ah fuck, ich muss jetzt nach Hause und essen und trainieren und dehnen und dies und das. Und das ja ist auf eine andere Weise halt, kriegst du gut Lebensqualität. Ne? Oh, ist halt dieses, aber was halt extrem fehlt, ist es, in der Früh aufstehen und ich habe so ein Ziel. Heute arbeite ich 100% auf dieses Ziel hin und am Abend gehst du ins Bett und weißt, Alter, ich habe halt alles gemacht, dass ich auf dieses Ziel hingearbeitet habe. Ich habe einen perfekten Tag abgeschlossen, kannst du selber auf die Schultern klopfen, gehst ins Bett und weißt, am nächsten Tag hast du wieder ein Ziel und dein ganzes Leben hat so einen Sinn, ja. Und der ist gerade ein bisschen weg und der ist halt extrem, der ist scheiße einfach. Das Aber fehlt hat dann. alles so Gutes und Schlechtes, ja. Das wäre jetzt so meine Frage, bevor ich gleich auch noch eine Frage an Martin habe. An dich nochmal, Ingo. Du hast ja jetzt gemerkt, wie schön es sein kann, dem Sport nicht mehr so intensiv oder so penibel zu folgen. Und gerade wenn man dich auch so gehört hat oder gesehen hat, du bist ja richtig euphorisch geworden dabei. Du hast richtig ge geglänzt und gestrahlt. Was treibt dich denn jetzt wieder wirklich zurück zu diesem Sport? Weil du hast gesagt, du willst jetzt gerne wieder so aussehen wie vorher. Du willst gerne wieder so Gas geben. Natürlich ist auch so eine Ego-Sache, eine Eitelkeit. Man will im Spiegel gut ausschauen. Ich mache das jetzt schon so lang und mir hat es auch extrem viel gegeben, der Sport, ne? Wie ich das gerade beschrieben habe, so dieses strukturierte auf irgendwas hinarbeiten, Ziel haben. Natürlich bin ich auch in der Szene total vernetzt und irgendwo profiliert man sich dadurch, wie man ausschaut und so. Keine Ahnung, das ist so. Auch im Gym, du kommst vom Gym nach Hause, weißt, du hast jetzt Vollgas gegeben im Training, kommst nach Hause, bist kaputt, aber innerlich bist du glücklich, weil du weißt, hey, war ein gutes Training, hast gut gemacht und so. Ja, es sind so, ja, viele Faktoren, ja. Also jeder von euch macht ja den Lifestyle und ihr wisst ja genau, was es euch Gutes gibt, ja. Das brauche ich euch ja nicht erzählen. Das ist einfach, wenn du nach Hause kommst und weißt, du hast einen perfekten Tag abgeschlossen mit Essen, mit Training, mit Pipapo und dann hast du einfach eine gute Laune oder innerlich, auch wenn du nach außen hin irgendwie so. Ja, kaputt wirkst und ja, scheiße, Training ist vorbei und ich bin im Arsch. Beintraining war hart und so, aber innerlich hast du richtig was geschafft für dich und das ist so, ja, so ein Erfolgserlebnis, so ein mega Und Erfolgserlebnis. das hast du jetzt nicht mehr, jetzt wo du. Auf anderen Ebenen, ja, es macht schon Spaß, halt so mit Niki einfach durch den Wald zu, Nee, ich aber jogge jetzt zum Beispiel auch im durch. Training. Was sagst du? Wenn du jetzt zum Beispiel ins Training gehst. Ich habe halt, ja, es fehlt halt irgendwas, ne? Es fehlt irgendwas. Dieser Drive ist nicht 100% da und es macht auch nicht so viel Spaß. Das ist genauso, wenn ich jetzt nicht irgendwie jemand wird sagen, hey, du kannst jetzt irgendwie nicht nur noch wegen irgendeinem Grund auch, weshalb auch immer, nur noch 1500 Kalorien jeden Tag essen, ne?
Das wird einfach so ein Limit, da ist ein Limit und das macht dann nicht so viel Spaß. Ne? Wenn ich was mache, dann mache ich es, mag ich es richtig machen oder halt dann, ja, gar nicht so wirklich. Ne? Das ist halt irgendwie egal, was es jetzt wäre. Wenn du irgendwie, du hast, verlierst einen Arm und dann denke ich mir so, ja, gut, das Bodybuilding wird es wahrscheinlich, ja, schau mal dich an, das macht jetzt bestimmt nicht mehr so viel Spaß wie davor. Ne? Und nein, wenn jetzt für immer dein Arm für immer kaputt wäre, dann würdest du auch sagen, ja, weiß nicht, ob ich mir was anderes suche, wo ich vielleicht meinen Arm nicht so bräuchte. Ne? Das ist halt immer so, du willst halt voll machen oder halt nicht. Ne? Ich will nicht sagen, dass ich wieder voll einsteige oder so, das will ich gar nicht sagen, aber ich versuche dann vielleicht aus dem Minimum das Maximum rauszuholen. Ich schaue, was mein Körper daraus macht, was meine Psyche damit macht. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal, nachdem ich jetzt so gemerkt habe, was für positive Effekte alles das hat, nochmal so mit dem Mindset einsteigen kann. Das weiß ich nicht. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich habe jetzt innerlich Bock, ja. Aber das wird die Zeit zeigen, ja. Jetzt, Martin, habe ich nochmal an dich eine Frage. Und zwar, auch du warst ja an dem Punkt, wo du gesagt hast, deine aktive Karriere ist jetzt erstmal zu Ende. So, jetzt hättest du natürlich genauso wie Ingo reagieren können und sagen können, so, ich genieße jetzt mein Leben, ich mache ganz andere Dinge, ich gehe mit dem Hund spazieren, ich esse Schnitzel mit Pommes und genieße das Leben mal. Du bist aber immer noch weiter voll in deinem Bodybuilding-Film, wenn ich das so richtig sehe. Immer noch hart am Trainieren, immer noch mit allen Supplementen dabei und... Ja, also ich hab halt irgendwie nichts anderes, ich bin dir ehrlich. Also ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, wenn ich kein Bodybuilding mehr hätte. Also ich mache halt mein Coaching und ich habe meine Freundin macht den Sport auch 100%. Und mehr ist eigentlich nicht wirklich so. Also Bodybuilding war jetzt halt mein Lebensinhalt die letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Und dementsprechend, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache von heute auf morgen was anderes. Also ich habe ja nur damit nur gemeint, dass ich jetzt vielleicht auf Wettkampfebene erstmal nichts mehr mache. Aber das heißt ja nichts, nur wenn du keine Wettkämpfe machst, dass du dann nicht mehr trainierst und den Lifestyle lebst. Aber könntest du so wie Ingo sagen, nimmst es erstmal irgendwie so ein bisschen raus und du trainierst zwar noch weiter, aber dann halt auf Halbgas, aber machst irgendwie noch andere schöne Dinge in deinem Leben? Könntest du das? Könnte ich schon, aber jetzt aktuell noch nicht. Mhm. Na, aber dass ich auf jeden Fall, also der Gedanke, dass man da ein bisschen Gas rausnimmt und ja nicht mehr auf Vollgas fährt, das auf jeden Fall. Ich meine, der Punkt muss ja irgendwann kommen. Na, auch einfach der Gesundheit zuliebe. Das auf jeden Fall. Aber dann trotzdem werde ich noch ins Gym gehen und trotzdem werde ich noch hier mein bewusstes Essen machen und sowas. Ich glaube, das kriege ich nicht raus. Also es wird für immer so sein. Genau. Ist es auch nicht so, dass ich den ganzen Tag, nur Schnitzel mit Pommes esse oder so, ne? Nicht falsch, ich esse schon mein Essen so, aber halt, dann ist, wenn halt mal was mit reinrutscht, dann mache ich mir jetzt keinen Gedanken gerade drum, ne? Aber so ist es bei mir auch. Also ich bin auch viel flexibler geworden, was das Essen angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Gramm jetzt abbiege. Ich habe schon einen festen Plan so. Aber wenn dann mal irgendwie meine Freundin sagt, lass mal Sushi bestellen, dann bestelle ich halt Sushi. Weißt du, dann lasse ich eine Mahlzeit weg und esse stattdessen Sushi. So. Oder wenn wir mal irgendwie wo essen gehen, dann bestelle ich auch mal eine Pizza oder so. Also es ist jetzt nicht mehr dieses extrem Verbissene. Also ich mache das schon lockerer. Genau. Jetzt muss ich auch erstmal aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in meiner Story. Na, ich habe einen Bandscheibenvorfall geholt. Oh. Ja. Im Januar ist es passiert. Also ich habe seit Januar eigentlich akute Schmerzen. Ich habe halt immer gedacht, mein Rücken ist halt verspannt. Na, ich war dann beim Orthopäden, beim Röntgenbild hat man es nicht gesehen. Der hat mir dann erstmal Spritzen gegeben regelmäßig. Da wurde es nur akut besser, aber danach wieder schlimmer. Physio hat auch nichts gebracht. Und jetzt war ich ja in Berlin eine Woche und musste die ganze Zeit Auto fahren. Und wirklich stundenlang im Auto sitzen. Und dann wurden die Rückenschmerzen so unerträglich, dass ich wirklich nicht mal mehr richtig alleine mich hinsetzen konnte und aufstehen. Und dann habe ich echt gesagt, ich muss jetzt zum Arzt. Also ich muss jetzt wissen, was da los ist. Der hat mich dann direkt zur MRT geschickt. Und dann kam halt direkt raus, ja, meine unterste Bandscheibe ist ausgefetzt. Ja. Und ja, es ist scheiße. Jetzt habe ich morgen habe ich wieder einen Orthopädentermin. Wir probieren es jetzt erstmal mit Cortisonspritzentherapie, um die Bandscheibe zu schrumpfen. Wenn es nichts wird, dann muss ich operiert werden. Genau, das ist gerade der Stand. Ich kann jetzt halt, also ich gehe trotzdem noch ins Gym, aber ich muss jetzt halt so ein wirkliches Rehabilitationstraining machen. Also ich habe heute Rückentraining zum Beispiel, nur Übungen im Sitzen, immer irgendwie schauen, dass ich hier aufrecht bin, den unteren Rücken nicht belaste und halt wirklich, ich mache jetzt so ein Stefan-Kinzel-Training, sage ich mal. Also nicht mehr so holzen, wie ich sonst gemacht habe, sondern halt weniger Gewicht und schön langsam hinten in der Kontraktion eine Sekunde halten und so. Ja. Aber in die Hose hast du noch nicht gepisst, oder? Was meinst du? In die Hose hast du noch nicht gepisst, oder? Noch nicht, nee, Gott sei Dank. Dann ist es nicht so schlimm. Dann kannst du noch squatten.
Ja, ja, zieh eine Windel an. Ja, einfach Windel anziehen. Weißt du? Ja, aber ich denke jetzt auch, also ich habe jetzt auch so ein bisschen immer so im Hinterkopf, ich meine, wenn ich jetzt nicht mehr richtig trainieren kann und sowas, Kalorienverbrauch sinkt und sowas, dass dann meine Form jetzt auch erstmal ein bisschen schlechter wird, aber... Aber hast du irgendeine Ahnung, wo es vielleicht herrührt? Wo das irgendein... Ja, ja, gesagt? Januar, also im Januar habe ich Kniebeugen gemacht und das war eigentlich noch gar nicht so viel Gewicht, also ich wollte mich so hocharbeiten bis auf meinen Arbeitssatz und es waren dann 140 Kilo und da bei der zweiten Wiederholung, wahrscheinlich weil ich es zu schnell gemacht habe, ist es mir im untersten Teil richtig reingefahren, sodass ich es direkt ablegen musste. Also ich bin hoch, habe es abgelegt, konnte dann an dem Tag gar nichts mehr machen. Das war richtig übel. Und dann, wie gesagt, dann bin ich erstmal zum Orthopäden, habe Spritzen bekommen und so. Und dann war das immer so, es wurde akut besser, aber es war nie so ganz weg, der Schmerz. Mhm. Ich befürchte, dass die Kniebeuge das Problem war, dass es mir daraus gefetzt ist. Hast du einen Buttwink oder? Ich versuche einen zu vermeiden, sagen wir so. Wie das jetzt da war, es kann schon sein, dass ich einen Buttwink gemacht habe, weil es war so zum Aufwärmen, wollte ich noch so 2, 3 schnelle Wiederholungen machen, dass ich da einfach nicht so wirklich auf die Technik 100% geachtet habe. Ich glaube, das war der Fehler. Ja, normalerweise, die Bandscheibe kommt nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Schleifungsprozess. Das ist, ne, das hat dann halt ausgelöst, ne? Aber du hast es ja wahrscheinlich schon, das ist Verschleiß, ne? Also du hast es ja schon vorgearbeitet. Ja, also es ist auch so, auf meinem Röntgenbild, ne, jetzt, was ich vom MRT habe, da hat der Arzt sogar gesagt, dass 3 weitere Bandscheiben auch so aussehen, als ob die bald rausfetzen. Also, dass ich extrem aufpassen muss. Scheiße. Generell die komplette Wirbelsäule schon so aussieht, als ob die abgenutzt ist und die sind schon so plattgedrückt, alle die Bandscheiben. Also, ich habe da wohl über Jahre, weiß nicht, vielleicht, ich glaube, ich bin auch sehr verletzungsanfällig. Ne, bei Bandscheiben. Und da wollte ich fragen, hast du jemanden in der Familie, die Probleme also, mit Bandscheiben hat? Die Familie haben alle Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfälle, wir sind halt auch alle relativ groß. Ja. Da ein Problem und ja, ah. Ich denke, dass ich da einfach auch extrem viel anspreche. Ja, da würde ich echt so Freiübungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben oder so erstmal vielleicht meiden, weil wie alt bist du jetzt? 26. Ja, das ist schon ein bisschen früh, ne? Aber du willst ja irgendwie noch mit 50, 60, 70 dir noch halbwegs bewegen können ohne Rollstuhl und deshalb vergisst man dann, dass man das kommen noch so viele Jahre und man jetzt so viel Verschleiß treibt, das ist nochmal nicht so dolle. Man empfiehlt auch natürlich keine OP in so einem frühen Alter, aber wenn es natürlich gar nichts geht, dann muss es wahrscheinlich operiert. Also die Ärzte müssen es besser wissen, aber ich habe auch mal ein Rückenproblem gehabt. Ich habe auch Protrusion, also es ist keine richtige Bandscheibenvorfall, sondern da ist nur was rausgelaufen, halt, was auf den Nerv gedrückt hat. Und mega, man hat es bei mir natürlich mit Diclofenac, ich hatte 2 oder 3 Spritzen bekommen. Und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Aber damals auch mit dem Arzt gesprochen und der meinte, also die OP, also das macht man in der Regel bei Menschen, die schon was älter sind, weil es halt mit großen Risiken verbunden ist halt. Ne? Ja, wollte ich nur so erwähnen am Rande. Kumpel von mir haben sie komplette Wirbelsäule versteift, weil er auch mehrere Bandscheibenvorfälle hatte. Schon mit irgendwie Mitte 20 haben sie ihm die komplette Wirbelsäule einfach versteift. Wem? Ein Kumpel von mir. Der hat als Landschaftsgärtner gearbeitet und viel halt dann im runden Rücken. Das ist schon krass. Und war das nötig oder war das jetzt ein Fehler von den Ärzten gewesen? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben sie ihn das komplett versteift. Der konnte auch nicht mehr arbeiten in seinem Job. Das ist jetzt in der alten Betreuung. Das war halt in Mitte 20, ne? Gar nicht. Ja. Hat er quasi gar keine Flexibilität mehr, der kann es nicht mehr bewegen. Nee. Ja, schon. Deswegen, Martin, pass auf dich auf. Ja, also jetzt, das ist für mich jetzt auch ein Zeichen, dass ich da wirklich mal einen Gang runterschalten muss, vor allem was so halt so schweres Kreuzheben, schwere Kniebeugen und so angeht. Ne? Ja. Oh, ich liebe ja diesen Sport, ne? Aber ich höre in letzter Zeit so viel von irgendwelchen Leuten, die halt verletzt sind, Schäden haben, denen es nicht gut geht. Das ist echt krass. Also schon immer. Ja, aber man hat es vielleicht nicht so mitgekriegt. Man war, glaube ich, so in seiner heilen Welt unterwegs und hat sich gefreut, dass die Leute Sport machen, dass die Leute stabil aussehen. Aber man hört jetzt immer mehr so, der hat die Verletzung, der hat das, der hat die Organe. Ja, trotzdem ist unser Sport nicht der verletzungsriskante Sport. Ja, also ich meine, wenn du wirklich an die Technik
von der Technik aus alles richtig machst, dann sind die Wahrscheinlichkeiten, sich zu verletzen, halt ja relativ gering. Ja, also jetzt, wenn wir mit anderen Sportarten vergleichen, ne, also abgesehen von ganzen Extremsportarten, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, ja klar. Beim Handball, beim Football, beim Fußball hast du andere Schäden, ne? Aber du hast halt dann nicht diese Organprobleme dann, die man dann doch so mitkriegt hier. Naja, also eine Bandscheibe ist jetzt kein Organverletzung. Nein. Das, ja, klar. Also das ist jetzt wieder eine ganz andere Thema. Ja, genau. Und ja, das kommt ja halt noch dazu zu unserem Sport. Aber es sind ja keine Verletzungen halt in dem Sinne. Das sind, ja, wie kann man das dann benennen? Organschäden. Ja, als Allgemeinbegriff meine ich. Ja. Pathologien. Ja, stimmt. Ja. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Ich habe euch alle gern. Ihr sollt auch alle länger in dem Sport dabei bleiben. Das wünsche ich mir. Ja. So, Ingo hatte vor 2 Wochen schon was vorgeschlagen, bevor er dann unheilbar krank wurde. dass er, weil in einem anderen Podcast so was mitgekriegt hat, mit ein paar Fragen. Das darfst du nochmal erklären, was du damit genau meintest. Ja, ich weiß nicht. Bestimmt. 100% kennen die Leute. Kennt ihr Gemischtes Hack? Den Podcast? Ja, der Tommy und der Felix, die stellen sich immer gegenseitig quasi Fragen, ne? Und dann ist man nicht immer manchmal so auch angewiesen auf Fragen, wie wir, die Leute können natürlich auch Fragen bei uns stellen. Und manchmal kommen halt so Fragen, wo, ja, wie kann ich meine Brust besser spüren und so. Und dann ist halt ein bisschen langweilig, sag ich mal so. Ist natürlich informativ und so, aber manchmal ist halt dann so, ja, ein bisschen zäh oder ein bisschen öde. Und die stellen sich quasi gegenseitig, einmal stellt der Tommy dem Felix 5 Fragen und andersrum bei der nächsten Folge. Und dachte, dass jeder von uns sich vielleicht mal 3 Fragen jedes Mal raussuchen kann, die ihn interessieren, die ihm im Alltag vielleicht auffallen oder einfach so lustige Fragen, muss nicht lustig sein, aber interessante Fragen. Und jedes Mal ist jemand anders dran, mit 3 Fragen zum Beispiel. Und die fragt er, natürlich kann er selber auch beantworten, die fragt einfach in die Runde von uns jetzt. Und ich hätte jetzt auch 3 Fragen vorbereitet. Ich habe deutlich mehr, aber ich suche jetzt auch mal 3 interessante raus. Und Wenn ihr Lust und Bock drauf habt, könnt man das halt wochenweise machen, dass jedes Mal ein anderer dran ist, 3 Fragen sich überlegt und die dann quasi beantwortet werden. Gerne. Sehr gut. Bevor du anfängst, du hast gerade gesagt, aus dem Alltag. Mir ist heute was passiert. Da möchte ich eigentlich mal ganz kurz was fragen, wie ihr dazu steht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr auf eine Toilette geht, meinetwegen auf der Arbeit oder irgendwo, und da sitzt jemand in der Kabine drin, also nicht am Pissoir, sondern sitzt in der Kabine und es stinkt bestialisch in diesem ganzen Klo, weil der da gerade irgendwie so eine Totgeburt auf die Welt bringt. Und ihr seid dann in diesem Badezimmer drin und diese Person in dieser Kabine ist einfach, die erstarrt, die macht gar nichts mehr. Also du hörst nichts aus dieser Kabine und es ist wirklich so, du bist dann 1, 2 Minuten, 3 Minuten da. Ich glaube, dieser Person ist es halt so ultra peinlich in dieser Kabine. Aber du bist auch selber in der Kabine nebenan? Nee, ich bin zum Pissoir gegangen. Okay. Und da saß halt jemand in der Kabine und während diesen 3 Minuten, ich habe auch ein bisschen gebraucht mit der Hand, ne, dann nachher Hose wieder zumachen und Hände waschen und so weiter. Totenstille. In dieser Kabine. Ich habe erst kurz gedacht, der ist vielleicht gestorben oder so. Aber es gibt so Leute, da hast du das Gefühl, wenn da irgendwie andere Leute in diesem Raum sind, die können dann nicht mehr. Die sitzen dann da, die machen gar nichts mehr. Die erstarren einfach und warten einfach nur noch, bis der andere Mensch raus ist, um dann halt ihr Geschäft weiterzumachen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das ist aber wie mir auch. Wenn jemand drin ist, ist mir egal. Aber wenn sich jemand neben mich setzt, mag ich nicht kacken. Das ist irgendwie komisch, ne? Also wenn es dringend ist, mache ich schon. Aber besser, wenn nicht, ja, weißt schon. Ich denke mir so, Alter, jetzt verpiss ich doch, Alter. Ich muss auch aufs Klo. Meistens bin ich, wenn ich aber dann fertig bin, dann chill ich halt noch am Handy und scroll und schaue ein bisschen und dann ist halt sowieso ruhig, ne? Aber keine Ahnung, wie. Da kommt der nächste schon rein. Also ich muss sagen, das hatte ich auch mal gehabt. Ja, aber je schwerer ich geworden bin, umso selbstbewusster bin ich, wurde ich. Ne? Und irgendwann war das mir sowas von scheißegal. Da habe ich noch extra lauter und extra ekelhafter gemacht. Ne, mit Tongeräuschen noch so. Boah, der war mal gut, ey. Jeder weiß, Anton ist wieder im Klo. Um extra die Person da draußen bloßzustellen, weißt du? Das ist einzuschüchtern. Der soll sich scheiße fühlen, nicht ich. Okay, ja, ist auch eine gute Methode. Also mich würde wirklich mal interessieren, vielleicht auch bei den Zuschauern oder Martin gleich bei dir, ob das wirklich dann für euch so ein beklemmendes Gefühl ist, dass ihr euch halt nicht mehr traut, irgendwas zu tun, oder? Ich mache das aber auch so, ich bin ehrlich. Ich war neulich auch Autobahnraststätte. Hänge ich gerade wieder? Nee, alles gut.
Ich war neulich auf der Autobahnraststätte auch auf Weg nach Bochum, musste auch auf Toilette so. Und dann, wenn dann da jemand reinkommt, so, die Toilette ist eh klein und stellt sich dann so vor die Kabine gefühlt, weißt, läuft da so rum, da kann ich auch nicht aus. Also, ich brauche da auch meine Ruhe so. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, so wie Anton, das könnte ich niemals. Ja. Ja, meistens siehst du diese Person nie wieder. Das ist scheißegal, Mann. Eigentlich schon, ja. Ich habe mir halt nur gedacht, wir haben halt ja in der Schule eine gewisse Pausenzeit. Also muss ja irgendwann wieder im Unterricht sein. Und diese Person hat einfach wertvolle Zeit verloren, weil sie nicht konnte, während ich halt irgendwo da im Bad unterwegs war. Ja. Fand ich ein bisschen witzig. Und ich habe in dem Moment halt nur überlegt, ob das anderen Leuten auch so geht, dass sie halt, wenn sie auf Toilette sitzen, nicht können, wenn irgendjemand anders da irgendwo in der Gegend ist. Aber ist es dir, wenn du am Klo bist und jemand reinkommt und sich auch neben dich an die Kabine setzt, ist dir komplett egal? Ich bin noch in meiner Kabine, mir sieht doch keiner. Ja, mir ist es Aber ich egal. höre doch jemand. Okay. Und bist du so leise? Also, was ich auf jeden Fall, was ich definitiv mal hatte, das sind aber schon einige Jahre her, das war also so ein kurzer Abschnitt in meinem Leben. Ich konnte nicht pinkeln, wenn jemand daneben stand. Ich konnte es einfach nicht loslassen. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich psychisch, also ich habe mir eingeredet, Digga, ne, entspann dich, alles gut. Es hat einfach nicht funktioniert. Also erst wenn jemand, also wenn die Person weg war, ne, und ich alleine war, dann konnte ich erst loslassen. Also das hatte ich mal gehabt, ne, Das hatte ich aber wirklich. auch mal, ja. Das hat 2, 3 Monate gedauert vielleicht irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber das war so ein Zwang, ne, also so wie Verklemmung. Also ich konnte nichts damit machen. Das ist wirklich wie so ein irgendwas psychisch war bei mir, stimmte bei mir nicht. Aber das kam genauso es kam genauso weg, wie es kam. Und von jetzt auf gleich war das, wie gesagt, war das dann halt weg. Ja, und ich konnte mir das nicht erklären. Also davor hatte ich nie Probleme gehabt damit. Es war jetzt von jetzt auf gleich. Ja, also ein paar Monate hat es gedauert. Ja, also das hatte ich ja. Das kenne ich aber tatsächlich. Das hatte ich auch schon mal. Hatte ich tatsächlich noch nie. Ja. Hatte ich auch noch Guck, nie. Nee. so unterschiedlich Also, ist es. Witzig. Nochmal was? bitte. Also vor der Freundin geht es auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vor der Freundin, wenn die im Bad ist, pinkeln, geht ohne Probleme. Aber ich würde da jetzt nicht Nee, Mann, irgendwie Alter, was das anderes geht machen. nicht. Aber Also nicht im ich bin Bad. verheiratet mit meiner Frau, das geht nicht. Alter. Das habe ich schon mal Weder von erzählt, mir ne? noch von ihr. Also ich kann in beide Richtungen nicht. Das Ja, ich bin hab ich ja klar. schon mal im Podcast erzählt, dass mir und Michelle, das macht das gar nichts aus. Ne? Sie macht sich die Haare und ich kacke daneben oder andersrum. Weißt schon, ich putze die Zähne und sie kackt. Das ist bei uns, das ist kein Problem so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, da habe ich zu viel Also Spaß. wir haben sonst wirklich keine Verklemmungen irgendwie und keine Geheimnisse voneinander. Aber diese Stufe haben wir noch nicht überwunden. Also Nehmen wir auch ich nicht. will auch nicht. Also Michelle hat ich wahrscheinlich stufe niemals gar damit nicht. angefangen, wenn ich Ich nicht der glaube Erste es nicht. gewesen wäre. Ne? Wenn ich da nicht so locker damit umgegangen wäre, hätte Michelle auch das niemals so gemacht. Aber dadurch, dass ich so gesagt habe, ja, ist mir scheißegal, mach halt, weißt schon, da hat sie halt gesagt, ja gut, ich habe halt immer so vorgelegt und die hat dann auch irgendwann gesagt, natürlich hast du dich geschämt, aber irgendwann hat sie gesagt, ja, oh, mach ich halt. Ist halt jetzt so, ne? Keine Ahnung. Ja. Also, soll ich meine Frage raushauen? Hau raus, hau raus. Ich bin gespannt. Eine Instagram-Seite, die er folgt, der immer die neuesten Dinge anschaut, aber die nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Oh. Bitte? Nochmal? Eine Instagram-Seite, die er folgt, wo er immer die neuesten Dinger sieht und so weiter und so fort. Oder der halt gut folgt und eng folgt, Ja, die ja. aber nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Ja, also ich habe ein mehrere, also ein paar, aber halt Humor, ne? Also verschiedene Memes. Ne, so, ne, so, was halt die Laune so ein bisschen hochpusht. Ne. Das stimmt. Lachmemes. Und was habe ich noch? Ne, bei Instagram tatsächlich nicht viel. Also Instagram dient wirklich zur Unterhaltung, aber so Telegram-Kanäle, so also Nachrichten, ne, also Allgemeinheit aus der ganzen Welt. Ja, sowas halt. Ne. Ja, mir fällt ehrlich gesagt gar nichts ein. Also. Ich mir auch nicht. Ich muss gerade, ich habe selber Nee. die Fragen nicht selber beantwortet. Ich habe es muss gerade richtig lang oben scrollen bei den Stories so, bis jemand kam, der quasi nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Das war jetzt der erste, der Tommy Schmidt, ne? Also das ist von dem Podcast, wo ich gerade erzählt habe. Der eine, also von Gemischtes Hack, aber sonst ist schon sehr Bodybuilding-lastig bei mir. Ansonsten ja, also wahrscheinlich 90%, 95% ist nur das, was mit Bodybuilding zu tun hat. Ne? Ja. Halt gute Hast Kumpels, du denn die vielleicht was? jetzt nicht pumpen. Was? Gute Bitte. Freunde, die jetzt halt nicht pumpen, vielleicht.
Ja, aber ich dachte jetzt eher so eine offizielle Seite, wo irgendwas, was ich auch ganz, ganz lang verfolgt habe, kennt ihr Nature is Metal? Die Seite? Das ist so eine Seite, wo halt ganz viel so Tiere gezeigt werden, die quasi andere Tiere töten oder einfach wie die Natur halt so ist, ne? Also Löwe zerreißen so ein, was sich, ja, irgendwelche Beutetiere von ihnen und ja, ganz crazy shit, Krokodile, die so Zebras auseinanderreißen und so, davon werden halt irgendwie Parks halt Fotos gemacht und die werden da gezeigt und so, da sieht man halt, wie brutal die Natur in Wirklichkeit ist und das ist schon heftig, ja, also. Ich weiß nicht, da ist mir noch was aufgefallen. Gehört Pussy-Yoga zu Bodybuilding oder? Pussy-Yoga? Was ja. ist das? Okay, muss eingeben, muss eingeben, meinst du? Doch, ich kenne das, das habe ich auch mal gesehen, ja. What the fuck? Ja. Ist genau so, wie es heißt. Hä? Genau so, wie es heißt, ist auch drin. Genau. Nee, nein. Tatsächlich niemanden. Ich habe aber auch mal meine ganzen Accounts, also jetzt gerade bei diesem Bildungselite-Account, ich habe ja zwei Accounts. Bei Bildungselite habe ich tatsächlich alles, was nicht Bodybuilding-relevant war, rausgeschmissen, weil ich mich nur noch da in diesem Kosmos dann bewegen wollte. Ja. Und da informiert werden wollte. Ja. Ich habe eine Food News, folge ich. Ah, also ja, Food-Einheiten. Genau. Da habe ich irgendwann mal angefangen, so eine Wettkampfdiät, da bist du so gestört und dann habe ich mir die ganze Zeit so Bilder von Essen angeschaut und dann lauter solchen Seiten mal gefolgt. Kenn ich. Aber es ist echt cool, also, was da teilweise alles auf den Markt kommt. So. Ich folge einem, der heißt Over the Fire Cooking und der macht alle seine Mahlzeiten oder alles, was er zubereitet, immer auf dem Grill, ne? Und der zaubert so krasse Dinger, egal was er macht, ne? Egal ob Suppen oder dies, der macht immer alles auf dem Grill und der ist halt High-End ausgerüstet und die Videos sind auch so geil geschnitten, danach schaut es immer ultra lecker aus. Also das kann man sich auf jeden Fall auch auf Wettkampf-Prep, wer da ist, Over the Fire Cooking, gebt euch das mal. Cool. Ja, Mann. Soll ich noch eine machen? Hau bitte raus. Da hätte ich eine für die, sogar für die Kurvendiskussion, habe ich glaube ich für die Michelle aufgeschrieben. Okay, dann zum Thema nochmal vorher, keine Ahnung, passt jetzt ganz gut. Wenn ihr wart kacken und ihr seid im Bad, Bad ist sowieso eine Dusche, ihr geht kacken, danach wollt ihr das sowieso duschen. Wischt ihr euch den Arsch ab oder geht erst in die Dusche und macht es da sauber? Eine gute Frage, ja. Da habe ich schon eine Antwort parat. Da teilen sich die Menschen in gute und schlechte. Ich wische mir den Po noch ab. Ich wische mir auch den Arsch ab. Mache ich auch. Zwar aber nicht sehr gründlich, ne, um die Haut an meinem empfindlichen Arschloch nicht zu reizen. Okay. Ne, aber ich wasche so ab, dass mir meine Finger nachher nicht stinkt, weil ich das gewaschen habe. Nee, tatsächlich mach ich gar nicht. Weil ich denke mir, das ist so Verschwendung von Papier, ne? Wenn ich den Brausestrahl daneben und hinten rein, da wird das tausendmal, also wie ein Bidet, wird das tausendmal sauberer. Und wenn du Arschbacke so auf die Seite machst und dann so rein, das ist perfekt, besser wird es nicht mehr. Da, mit Papier, aber lass nicht zu weit ziehen, sonst kommt Wasser rein, Mann. Was? Lass nicht zu weit aufreißen, sonst kommt... so, mit so einer Schraubzwinge. Genau. Okay. Das war auf jeden Fall wichtig. Aber selbst in Thailand, da haben sie ja auch dieses Wasserzeug, diese Wasserdüse zum Saubermachen. Ja. Wo ich dir zustimme, das ist, glaube ich, deutlich hygienischer als irgendwie mit so einem, ist es auch. Ist mit es so einem Papier. Aber selbst da musste ich, nachdem man das halt damit dann sauber gemacht hat, nochmal irgendwie einmal mit einem Tuch kontrollwischen. Einfach für mein Gefühl. Macht Sinn. Was ich so sehe, es ist wirklich alles sauber, alles easy. Ja. Ich weiß nicht, ob die Story schon mal erzählt hat. Ich hatte mal einen Inder bei mir zu Gast. Ja. Und der ist halt immer mit einem Eimer Wasser auf Toilette gegangen. Also der hat sich dann vorher so einen Wischeimer Wasser geben lassen, ist dann da halt reingegangen auf Toilette und hat sich dann da halt da den Po gewaschen. Also dann statt ist der ganze, dann ist der ganze Boden voll gesifft, oder? Ja. Ich musste so oft. Meine Frau zu ihrer Schulzeit, die hatte auch eine Austausch. Schülerin aus Indien, also meine Frau war erstmal in Indien gewesen, für wie viele Wochen war das? Zwei? Zwei. Na, und dann kam das indische Mädchen zu uns hier nach Deutschland, beziehungsweise damals noch zu Eltern meiner Frau. Und die hatten da, also die haben in Indien
Probleme mit Abwasser, ne, und mit, ne, deswegen schmeißen die kein Papier ins Klo rein. Die haben daneben so einen Eimer, also die wischen sich den Arsch ab und schmeißen das halt in den Eimer. Ja. So, und als das Mädchen hinkam, man hat ja mehrmals erklärt, dass sie halt das, ne, das Papier ruhig ins Klo schmeißen kann. Ne? Also hier in Deutschland tut man das nicht in den Eimer. Ne? Und die hat trotzdem immer Eimer gesucht. Die hatte halt, ne, diesen kleinen Eimer, wo man halt normalerweise Ohrstäbchen da rausschmeißt, reinwirft. Ne? Die hat immer ein Papier mit einem Scheiße reingelegt. Und das war schon kompliziert. Also ich weiß nicht, ob die. Also die konnte eigentlich gut Englisch, ne? Aber das hat die nicht begriffen. Ne? Bis zum Schluss. Alle 2 Wochen hat sie nicht getraut, Papier ins Klo zu schmeißen. Ne? Das war bei uns aber genau andersrum. Ich habe mich nicht getraut, das Papier in den Mülleimer zu schmeißen in Thailand, sondern ich habe es dann versucht, runterzuspülen. Aber das war halt auch nicht so im Sinne des Erfinders, weil du halt einfach die ganze Kanalisation damit verstopft. Ja. Ja. Ciao. Tschüss, Doc. Tschüss, Schatz. Ja, wenn du es dein ganzes Leben lang nur so beigebracht bekommst. Ja, ich glaube auch. Das ist einfach komplett strange, ne, wenn du es mal anders machen sollst. Auch wenn die Leute sagen, ja, mach ruhig. Und denkst du, nee, das ist bestimmt unangenehm oder unhöflich oder wie auch immer, ne? Verstehe ich. Krass, ja. Ja. Soll ich die letzte Frage machen noch? Mach noch eine, gerne. Make them good. Okay. Ihr habt das Wissen von heute, ihr seid genau, habt genau alles erlebt, was ihr jetzt erlebt habt, aber ihr könnt noch mal einen Tag wiederholen in eurem Leben, random Tag, was ihr Bock habt, mit dem Wissen von heute, welchen nehmt ihr und warum? Bei mir, also mein bester damaliger Freund ist an einem Autounfall gestorben und also mit 18 Jahren und weil er zu einem Mädel gefahren ist, mit der er einen One-Night-Stand haben wollte, also von Tinder. Und mit dem jetzigen Wissen würde ich ihm natürlich anrufen und sagen, dass er da nicht hinfahren soll. Ja, Mann. Dann würde ich schon leben. Ja. Ja. Kann ich hätte mit dem jetzigen Wissen 2011 Bitcoins gekauft und zwar jede Menge. Das stimmt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, meins geht fast in die ähnliche Richtung wie Martins. Ne? Ich würde natürlich am Tag, wo meine Mutter sich selbst umgebracht hat, würde ich sie natürlich irgendwie versuchen aufzuhalten oder. Oder das wusste ich gar nicht. Wie auch immer, ne? Oder versuchen, da zu helfen. Das geht natürlich in die ähnliche Richtung, ja. Das habe ich noch nie gehört, tut mir leid. Ja, danke. Auch leid, ja. Wie alt warst du da? 14. War ich 14 und 15? Auf jeden Fall war genau 2006 zwischen dem Halbfinale und Finale von der WM. Also, ja, und dann noch so ein pubertierender Alter ist ja noch. Ja, es noch war relativ viel zu jung eigentlich, ja. Ja. Scheiße. Ja. Warum? Ja. Also mir fehlt jetzt nur eigentlich so ein Blödsinn. Also ich hatte auch einen guten Kumpel, der bei einem Autounfall verstorben ist. Naja, aber ja, es ist schwer zu sagen. Also da müsste ich wirklich gründlich nachdenken, überlegen. Also wenn es jetzt wirklich nur ein Wissen oder ein möglich, also quasi nur eine Chance gibt, dann müsste ich da wirklich gut überlegen, was ich machen würde. Na, mit diesem Wissen. Bob, was sagst du? Im Prinzip habe ich eigentlich nichts. So kleine Entscheidungen hier und da. Wissen, oder was? Das Leben ist perfekt. Das ist kein Wissen. Nix, kein Wissen. Nein, nein, ich wüsste nicht, was ich jetzt irgendwie groß anders gemacht hätte, weil es einfach keine großen Fehler waren oder so. Oder ich irgendwie das Schicksal verändern wollen würde. Ich hatte auch jetzt keine Verluste in dem Sinne, zum Glück, wo ich jetzt sage, das hätte ich irgendwie vermeiden können, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich wäre dann so die naheliegendste Antwort das, was Anton schon vorhin meinte, irgendwo zurückzureisen und zu sagen, ey, pass mal auf, die Bitcoins werden immer ganz schön abgehen, kauf mal da irgendwo von 2000 Stück und du hast ausgesorgt in deinem Leben, ne? Ja. Weil ich halt einfach nicht irgendwie so einen krassen Schicksalsschlag hatte oder irgendwelche massiven Fehlentscheidungen getroffen habe, die ich bis heute mega bereue. Ja, absolut legitim. Vielleicht hätte man auch, keine Ahnung, ein bisschen früher mit diesen ganzen YouTube-Dings anfangen müssen, so damals wie Karl S. oder sowas. Zu den Zeiten hätte man auch mit seiner Leidenschaft vielleicht schon ausgesorgt. Ich weiß es nicht, aber ja. Ich glaube, ich hätte mir diese Chance, diese Möglichkeit aufgespart für später. Also ich glaube auch nicht. Also ich bin jetzt mit meinem Leben zufrieden. Ich hatte zwar natürlich meine Fehler gemacht, aber diese Fehler haben mich auch geprägt, also zu den Menschen gemacht, die ich bin. Also diese Erfahrungen, vor allem dieses Wissen, diese Fehler haben mir dieses Wissen geschenkt.
Und ich hoffe nicht, aber ich glaube, also wenn ich irgendwas verändern, also radikal verändern wollen würde, dann wird mich das vielleicht eher in der Zukunft erwarten, weil in der Vergangenheit gibt es nichts, was mich jetzt wirklich, ja, was mich radikal mein Leben verändert hat. Also zum Negativen zum Beispiel, dass ich das dann gerne verändern wollen würde. Deswegen würde ich mir diese Möglichkeit wahrscheinlich eher aufsparen für spätere Zeitpunkt. Ja. Und egal, was wir jetzt sagen, es stinkt einfach ab gegen die Tage von Martin und von Ingo. Ja, wie ist Ja, Gott. Ja, Mann. Sehr cool. Ja, danke für deine Fragen, Ingo. Ja. Mega cool. Finde ich cool, wenn man mal so ein paar persönlichere Dinge mit reinbringt. Ja, müssen uns für nächstes Mal vorbereiten. Ja, die da halt vielleicht nicht sind, was besser als Deck. Ja. Ich habe mir halt in Notizen einfach so ein Fragending gemacht und unterm Tag kommen einfach so die Gedankenblitze und denkst so, Alter, so ein Schwachsinn, das muss ich aber mal aufschreiben, ne? Du siehst irgendwas, liest irgendwas und jetzt ich habe bestimmt schon 20 Fragen hier notiert, weil du einfach, ich habe seit 2 Wochen war ich nicht mehr drin und wir haben das schon ausgemacht gehabt und jeden Tag kommt irgendwie einer dazu oder jeden zweiten Tag denkst du, ach, das ist auch interessant, auch witzig, ne? Nimmst du wieder rein und hast schon eine fette Liste hier. Ja. Und ich gucke jetzt gerade auch hier durch die Fragen, die wir bekommen haben und das ist alles so, ich will es euch nicht kritisieren, liebe Leute, aber das sind alles so teilweise Dinge, die man googeln kann und teilweise halt so Dinge, wo ich nur denke, ich habe keinen Bock jetzt über Stoffdosierung zu sprechen. Da sind so viele von bei. Und ich finde halt zum Beispiel letzte Woche die Frage mit dem Spirituellen, mit den Geistern und sowas. Oh, ich habe das gesehen in der Vorschau. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr Angst habt. War das euer Ernst, dass ihr Angst habt vor Geistern? Auf jeden Fall. Martin war ja eher so, ja. Ich habe keine Angst. Nur. Genau, also, genau. Aber ich traue mich nicht, dreimal Bloody Mary in den Spiegel zu sagen. Leute, Alter, was ist mit euch los? Ja, jetzt sind wir hier. Würdet ihr das machen? Natürlich. Ah. Anton. Was denn? Würdest du Geister aufwarten? Ich würde es nicht machen, aber nicht, weil ich jetzt Angst davon habe, weil es kindisch ist. Alter, würdest du mit dem Ouija-Brett spielen oder würdest du jetzt ins Bad gehen und dreimal Bloody Mary in den Spiegel sagen? Ja, safe, Alter, mach ich. Nicht. Die Michelle, also Michelle. Nein, nicht, wenn ich da bin. Ja, als Mutprobe. Würdest du das als Mutprobe machen? Ja, ja. Auch wenn es halt super albern ist, aber um zu beweisen, dass. Ja, kein Problem, Mann. Ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun. Ah, komm, Digga. Das halt nicht. Also, ich bin okay. Der. Absolut das Gegenteil von abergläubig. Also kein bisschen. Also ich bin auch Atheist, also ich glaube nicht an Gott, ne, aber an Sonnenscheiße schon mal gar nicht. Ne. Ich habe halt so ein paar Geschichten, wenn ich die so höre oder wieder erzähle, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und ich glaube halt wirklich an sowas wie Geister und sowas, also an einfach Übernatürliches, glaube ich. Und ich würde nie irgendwas heraufbeschwören wollen, wenn ich nicht wüsste, dass ich das echt übertragen kann. Ach, ist doch bloß ein Film, so. Mit dem Bloody Mary oder so. Pass mal auf. Meine Tagesmutter damals. Jetzt kommt's. Ja, meine Tagesmutter damals, mit der war ich noch sehr, sehr lange, dann auch noch, bis ich in der weiterführenden Schule war, befreundet. Also meine Eltern haben mich ja halt damals eine Tagesmutter gegeben, als ich keinen Platz im Kindergarten hatte, weil die arbeiten wollten. Und ich habe die immer noch regelmäßig besucht, bis ich auf der weiterführenden Schule war. Also bis ich so 12, 11 war. So gutes Verhältnis hatte ich zu denen. Und meine Tagesmutter ist dann, als ich ungefähr so 12 war, verstorben. Auf einmal, von einem Tag auf den anderen, umgekippt tot. Und ihr Mann hat erzählt, die waren auf dem Weg von einer Geburtstagsfeier nach Hause. Sind mit dem Taxi gefahren. Er saß vorne und sie saß hinten. So, und auf einmal fing sie an, sich zu unterhalten. Und er meinte nur, mit wem redest du denn da? Ja, mit dem Mann hier neben mir. Da war niemand. So, und dann redete sie die ganze Zeit weiter und dann, als sie ausgestiegen sind, meinte Elke, das war meine Tagesmutter noch, ach, wollen Sie auch mit aussteigen? Und ihr Mann hat nur gedacht, was ist denn mit der? So besoffen war die doch gar nicht. Naja, und dann hat sie gesagt, ja, du, geh schon mal rein, ich verabschiede mich noch kurz von dem netten Mann hier. Gibt um Tod. Was ist die Folge? Also was ist der Grund? Also warum ist sie gestorben? Also man hat man eine Autopsie gemacht und das weiß ich nicht. Taxifahrer hat sie überfahren. Also, nein.
Vielleicht war das ein Hirnschlag. Und wenn die Ja, Leute kann sein. Hirnschlag Aber haben, die halluzinieren sie, ja. Und so, und ich habe mir dann manchmal als Kind eingeredet, dass das irgendwie, keine Ahnung, ein Todesengel war oder irgendjemand da, der da war, der Tod vielleicht selber, der sie abgeholt hat, mitgenommen hat. Nein. Du, ey, du kannst mir dann, wenn du als Kind dann irgendwie sowas hörst, du redest dir halt ein, dass es sowas gibt. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir in der Kindheit uns keine Geschichten erzählt haben. Also als Kind Ja, habe ich ja, Geschichten vom ich habe es Sensenmann, auch der daran dann ein geglaubt, aber X-Faktor, keine Ahnung was. Aber wenn es dann wirklich bei dir im direkten Umfeld passiert und du hörst so eine Geschichten. Und ich ja. glaube nicht, dass der Mann sich das ausgedacht hat. Ah, nee, aber kurz bevor er stirbt, oder weiß ich nicht genau, was sie jetzt hatte, aber da kann es schon sein, dass du ein bisschen halluzinierst oder irgendwas siehst oder Ja. einfach ein bisschen benommen bist oder wie auch immer, ne? Oder irgendwie Sowas. so halb im Schlaf, halb im, ja, keine Ahnung. Ja, ich würde es nicht herausfordern. Also ich glaube an den Ja, Scheiß. okay. Würde mir jetzt nichts ausmachen, so, aber. Nee, also da muss man natürlich auch noch differenzieren. Also Bloody Mary ist absolut ein Blödsinn. Das ist Aberglaube. Ne? Die Geschichten, wo man vielleicht wirklich, ja, unerklärliche Dinge, also wir können vielleicht manche Dinge wirklich nicht erklären, weil wir noch nicht so weit auf dem technischen Stand sind. Ja, vielleicht gibt es wirklich irgendein ja, eine andere Welt. Physiker werden es vielleicht irgendwann erklären können, wenn es soweit ist. Vielleicht sind wir einfach nur auf einen Entwicklungsstand nicht so weit. Die Menschen konnten noch vor ein paar hundert Jahren den Blitz und Donner nicht erklären, ne, und haben geglaubt, dass die Götter sauer wütend sind auf irgendwas. Und dann muss man halt, ne, irgendeine Opfergabe bringen, damit sie sich beruhigen. Ja? Ne, und ich glaube, dass tatsächlich vielleicht irgendwas in diese Richtung gibt, ne? Aber es ist nichts Spirituelles, das ist wirklich das, was wir vielleicht auch durch Wissenschaft erklären können, nur wir noch nicht so weit sind. Ja. Glaubt ihr an Schicksal und sowas und Karma? Ne, das glaube ich nicht. Ja. Schicksal eher, Ja. Karma weniger, weil bei Karma ist ja irgendwie so, jeder differenziert ja bestimmte Taten anders. Also jeder, weißt du, was ich meine? Also wenn du zum Beispiel was machst, war das für dich richtig? Und ich denke mir, dafür wird er sein Karma kriegen, aber du denkst in deinem Kopf, ich habe da alles richtig gemacht. Was ist jetzt richtig? Also deine Sicht oder meine? Ne? Und wirst du jetzt Ja. deshalb Karma kriegen oder nicht? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Ja, ja, ich weiß, was du stimme meinst. zu. Ich bin da auch deine Meinung, ja. Ich Und meine. stell dir mal vor, du bringst jemand um, aber der jemand hat, was weiß ich, deine ganze Familie vergewaltigt. Das war jetzt seine Karma. Ja, gut. Ja, aber kriegst du dann auch Karma, weil man soll ja auch nicht töten? Du sagst dann für dich, das war ja gerechtfertigt, weil der hat ja meine Familie vergewaltigt. Und dann, weißt du, was ich meine? Was ist jetzt richtig? Kriege ich jetzt Ja. Karma? Nicht keins? Das ist halt immer so einfach eine Ansichtssache, finde ich, Karma. Ich glaube schon irgendwie an so, keine Ahnung, wenn du Positives tust, wenn du Leuten hilfst, Gutes tust, dass du noch Gutes wieder anziehst. Ich glaube schon an sowas, an Energien und, also wie gesagt, ich bin doch vielleicht jetzt der Abergläubige hier, aber ich glaube an sowas wie an Energien, ich glaube an sowas wie Karma, ich glaube auch irgendwann sowas wie, ich will es jetzt nicht sagen, dass wir alles determiniert sind, aber das ist halt irgendwo, du bestimmte Leute irgendwo treffen sollst in deinem Leben, dass so alles aus einem bestimmten Grund passieren kann. Es ist nicht vorgeschrieben, dass es passieren wird, aber du kriegst das Angebot und du kannst es dann annehmen oder nicht. Das glaube ich schon. Aber ich bin jetzt auch hier der Quacksalber in der Runde. Happy. Ja, dann wieder ein bisschen HHC benutzt der Junge. Nee. Ja, so viel dazu. Aber so eine Frage finde ich halt cool, wenn man da halt so ganz, ganz viel über die anderen Leute erfährt, wo man so vielleicht jetzt nicht in den Instagram-Fragerunden was erfahren würde. Also bitte in den kommenden Fragerunden frag gerne sowas in die Richtung, wo ihr vielleicht irgendwie mehr über uns als Person erfahrt und nicht was bestes Deck. Weil zu Geister, ich hatte als Kind, ich bin im Bett gelegen und irgendwie aus einem Grund, ich habe meine Tür zugemacht und habe mich ins Bett gelegt und also im Nachhinein weiß ich natürlich jetzt als Erwachsener, anscheinend habe ich die Tür nicht richtig gescheit zugemacht, ne? Aber in mein Kindesding dachte ich, drücke die Tür zu, lege mich ins Bett und dann sehe ich, die Tür geht spaltweit auf, ne? Ich so, Alter, was ist denn hier los? Ich habe die doch zugemacht, ne? Geh hin, mache die Tür zu und anscheinend, keine Ahnung, habe ich die wahrscheinlich wieder nicht richtig zugemacht. Ich lege mich ins Bett und die geht wieder spaltweit auf. Alter, kannst du mal glauben, ich bin bestimmt eine Stunde. Ich so, Alter, was zur verfickten Hölle ist hier los? Die Decke ein bisschen hingezogen. Ich habe die ganze Scheiße Tür angeschaut. Ich war vielleicht
5, 6 Jahre alt. Ich weiß es noch bis heute. Ich habe Ewigkeiten mich da gelegen. Ich so, holy shit, wieso ist die Tür jetzt offen? Das war das zweite Mal, ne? Ich glaube, nach einer Stunde oder so bin ich dann hin, habe die Tür richtig zugemacht, aber richtig fest. Und dann habe ich schlafen gelegt. Irgendwann war es dann gut. Aber ich bin bestimmt eine Stunde da gelegen und dachte mir, Alter, da hat bestimmt jetzt jemand die Tür aufgemacht. Und schon zum zweiten Mal jetzt, ne? Da habe ich mir richtig, richtig heftig eingeschissen, ne? Da dachte ich, okay, das war bestimmt irgendwas Übernatürliches. Vielleicht war es das. Keine Ahnung. Warum kommst du her, du scheiß Geist, und machst einfach eine Tür auf? Mach doch irgendwas Ordentliches, weil hast du nichts Besseres zu tun. Ja. Naja. Wollte dich testen. Ja, Mann. Wollen wir uns noch ein paar Fragen widmen hier? Jawohl. Ja. Okay. Eine sehr, sehr interessante. Würdet ihr lieber Kacke ejakulieren oder jedes Mal Ejakulat kacken? Boah, Junge, das ist keine gute Frage, Mann. Ejakulat kacken, würde ich sagen. Ja, ich das ist schon. Ja, weil da wischst du dir einfach einen Arsch ab und gut ist so. Aber stell dir mal vor, Alter, anders geht's ja nicht. Stell dir mal vor, du hast was mit Alter, du scheißt deiner Frau quasi die ganze Zeit. Du scheißt quasi deine Frau die ganze Zeit an, ne? Oder wenn du einen runterholst, dann scheißt du dir selber in die Hände. Das ist voll beschissen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und stinkt das ja auch. Ja, brutal. Würdest du nicht so genau nachdenken, Digga. Also ich vertiefe dich nicht so tief in die Frage. Aber, sorry Anton, kannst du dann, wenn du auf Toilette gegangen bist, jemanden schwängern? Oh, ja gut, wer tut sich denn bitte Toilettenwasser in die Muschi jetzt rein oder so? Das, ja gut. Darfst du nicht auf die Klobrille kacken? Wenn es bei euch zu Hause abläuft, weiß ich jetzt nicht. Aber. Also das ist doch eh, das stirbt doch eh ab, oder? Also du kannst ja jetzt nicht ja, Toilette geben, selbst wenn die das dann irgendwie eine halbe Stunde später reinbekommen würde, dann würde die ja nicht schwanger werden. Das war immer so die Frage früher, ne? Ob du, wenn du in so einen Pool reinspringst, weil irgendjemand reingejizzt hat, dass du dann schwanger werden kannst. Naja. Okay, andere Frage. Bauchtraining, über- oder unterbewertet? Unterbewertet. Ich sage auch unterbewertet. Ich weiß, es gibt viele, auch IFBB-Bros, auch hier zum Beispiel der Markus, sagt ja, man hat nie Bauch trainiert und so. Ich finde trotzdem, wenn du Bauch trainierst, wirst du auch in anderen Übungen stärker, wenn du deinen Torso stärkst, generell, weil du einfach stabiler bist. Ja. Auch wenn du einfach ein schwerer Bodybuilder sein willst, dann musst du halt große Mengen essen und automatisch rutscht dein Bauch nach vorne. Und wenn du den nicht trainierst oder in Planks machst, mindestens so irgendwas, damit du den stabil halten kannst, dann kannst du den auf der Bühne auch nicht einziehen und das schaut scheiße aus. Deine Taille wächst, schaut scheiße aus einfach. Vor allem Bauchtraining ist ja nicht nur Crunches, ne? Also Bauchmuskeln bestehen ja nicht nur aus sogenannten Sixpack, da sind halt viele Muskeln, also seitliche, ne? Also wenn man halt die Bauchmuskelanatomie anschaut, ne? Und die kriegst du nicht alle nur durch Crunches trainiert, ne? Vakuum, statische Belastungen, ne? Also es ist auf jeden Fall unterbewertet, ne? Also da muss man, die meisten machen halt zu wenig dafür und das siehst du ja auch vor allem halt in den Heavyweights, ne, also das sind keine Bauchkontrolle oder halt, die tun sich sehr schwer mit der Bauchkontrolle, ne, das deutet eigentlich extrem darauf, dass man eigentlich die Bauchmuskeln, also Crunches ja, machen viele, aber halt, ne, andere Übungen, ne, also so Pilates-Übungen, ja, so Yoga-Übungen, ne, das muss man auf jeden Fall auch mit einbauen, um die Bauchkontrolle halt zu verbessern, ja. Welches sind eure Top 3 Bauchübungen, wenn ihr die jetzt nennen müsstet? Ich finde Vakuum. Ja, sag du erstmal mal. Also auch Bauchrolle finde ich gut, dieses, wo man so nach vorne rollt. Ne? Ja, das ist gut, ja. Wie du schon sagst, jetzt wenn du den Transversus trainieren willst, also Vakuumtraining, natürlich für die Bauchkontrolle. Und so Planks finde ich eigentlich auch ganz geil. Ne? Und halt, also so Standardsachen natürlich, wie du sagst, Crunches, irgendwie Crunches am Kabelzug oder so. Ne? Das ist ja so Standard. Aber ich finde, die 3 Sachen sind auf jeden Fall unterbewertet. Was ich auch immer geil fand, ist so Beinheben. Viele machen Crunches und da werden hauptsächlich die oberen Bauchmuskeln so trainiert und Crunches da auch die unteren ein bisschen mit reinnehmen. Das finde ich auch immer ganz geil, ja. Also Beinheben meine ich. Mhm. Und vor allem halt nicht nur diese gerade Bewegung, ne, also dann auch seitlich, ne, oder halt, ne, diese Scheibenwischerübung halt mit den Beinen. Ne, also ruhig aus verschiedenen Winkeln zu trainieren, aber Beinheben würde ich auch als erstes, dann Vakuum und dann jede andere Übung halt. Ne? Mhm. Wenn ihr keinen Bock habt, lange Plank zu machen, ich weiß nicht, wie lange man ihr plankt,
Aber was richtig geil ist, haben wir damals vom Gerätturnen in der Uni gemacht. Auf dem Rücken legen. Beine Arme nehmen. lang, Beine lang, alles anspannen und dann Schultergürtel, Arme und Hacken vom Boden heben. Ja. Aber Arme auch lange über dem Kopf lassen. Das ist Ja. schwer. Und dann versuchst du das irgendwie eine Minute, Minute 30 zu halten, einfach nur. Das geht richtig. Klappmesser oder was? Nee, einfach nur liegen. Hoch, halten. Statisch. Ja, hast du den Also. Boden nicht berührt quasi, ne? Was auch richtig krass ist bei Planks, wenn du quasi deinen Plank machst und dann versuchst du Ellenbogen und Zehenspitzen aneinander zu führen, ne? Quasi, du bist natürlich fest am Boden, aber du Also. versuchst in den Boden reinzudrücken, mit dem Ellenbogen nach hinten zu drücken, Fußspitzen nach oben zu drücken und dann baut sich so eine heftige Spannung auf, dann fängt man jedes Mal so richtig heftig an zu zittern. Und dann hältst du echt nicht lang durch. Ne? Da ist 30 Sekunden, 45 Sekunden, ist dann schon ein Endgegner-Level. Oder Plank auf einem Bosu-Ball oder wie heißt der PC-Ball Ja, dieses und Halbkreis. dann rudern nach oben, unten. Mega gut. Okay. BPC, orale Einnahme genauso gut wie Inject? Natürlich nicht. Nein, sagen wir. Also ich hatte mal irgendwo eine Theorie gehört, dass wenn man halt mit Magen und mit dem Darm Probleme hat, dann ist BPC halt in Kapselform quasi halt, eignet sich optimaler. Ne? Aber wenn man eher Entzündungen irgendwo im Körper hat, dann soll halt die Injektion besser funktionieren. Ist mit vielen Sachen so, auch L-Carnitin. Ich finde, also wenn du L-Carnitin als Inject nimmst, dann ist es auch viel effizienter, als wenn du irgendwie Ja. L-Carnitin nimmst. Ja. Also ich würde sagen, Inject funktioniert, Tablettenform kannst du in die Tonne kloppen, also das funktioniert gar nicht. Ja. Langhantel rudern, Obergriff oder Untergriff? Obergriff. Also in meinem Fall Obergriff. Also funktioniert beides eigentlich, aber momentan ist es bei mir Obergriff. Ja, man Ich darf auch finde, nicht das ändert vergessen. sich auch ein bisschen, oder? Also je nachdem natürlich, wie du greifst und so, aber mit dem Untergriff kommst du besser in den Lat rein, finde ich. Aber es kommt natürlich darauf an, was du jetzt fokussieren willst, ne? Wenn du mehr so auf Trapez gehen willst, dann auf jeden Fall Obergriff. Man darf auch nicht vergessen, wenn du Untergriff greifst, das ist halt eine sehr unnatürliche Bewegung. Wenn du jetzt so bist und dann Ja. das Gewicht drauf bringst, da bringst du halt zum Beispiel deinen Bizeps oder sonst was in sehr gefährliche Positionen. Da ist mal schnell, wenn du irgendwie falsch reißt oder sonst was, da muss man schon aufpassen, ja. Sollte man dann vielleicht sauberer und weniger Gewicht nehmen, wenn man das machen möchte. Ich kann all das bestätigen. Ich würde sagen, bei Untergriff kannst du, glaube ich, geiler in den Lat reinkommen. Ist aber Ja. halt, wie gesagt, für den Bizeps gefährlich. Du beanspruchst ihn auch deutlich mehr. Und beim Obergriff kannst du halt auch irgendwie deutlich besser mit den Ellenbogenstellungen variieren, je nachdem, welche Muskel du halt treffen willst. Das geht beim Untergriff nicht ganz so geil. Außer du zerschrotest ja richtig die Handgelenke dann. Alright. Rauchen und Bodybuilding. Mehr schreibt diese Person nicht. Ich kenne viele, die rauchen und Bodybuilding gleichzeitig machen. Also was, Genau, ich kenne viele, genau. die auf Wettkampfdiät nur anfangen zu rauchen, weil die irgendwie den Hunger stillen wollen und dann wollen die irgendwas in der Fresse haben und dann, wenn der Hunger kommt, okay, dann rauche ich halt mal schnell eine und dann zögerst du es nochmal 10 Minuten raus, den Hunger und so. Ja, ich glaube, das schädigt jetzt nicht so viel. Ja, also ich glaube auch, also ich kenne auch zu viele Bodybuilder, die auch ja, gut fortgeschritten sind, auch in den Profibereichen. Ne, die auch zwischendurch rauchen oder halt regelmäßig rauchen. Also ich kenne auch welche, die auch mal ab und zu oder sogar regelmäßig saufen, ne, und trotzdem halt gute Ergebnisse haben. Was aber kein zu, also nicht als Entschuldigung darstellen soll, also dienen soll, um sich die Birne voll zu knallen, ja, mit irgendwas. Optimal ist es natürlich nicht, vor allem. Das eine ist ja die sportliche Ergebnisse, das andere ist die Gesundheit, ne? Und das belastet natürlich in jedem Fall negativ, ne? Also deswegen, also im optimalen Fall würde ich halt auf alles verzichten, aber ja, das geht auch. Also ist nicht gut, aber man kriegt trotzdem Muskeln aufgebaut, auch wenn man raucht. Ich gehe uns unterschreiben. Würde natürlich deine Cardio ein bisschen beeinträchtigen, wenn du rauchst. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich auf die Leberwerte auswirkt, wenn man raucht. Alkohol definitiv. Nikotin. Ich jetzt Also nicht. Nikotin ist nicht das Gefährliche. Nikotin ist sogar halt Der Tabak, ne? gesund. Nein, die ganzen Öle und die ganzen Zusätze, die halt in den Tabak drin sind. Also
Da ist nicht der Nikotin ist das Gift, sondern alles andere. Ne? Also wie gesagt, Nikotinsäure ist ja, die ist ja gesund, ist ja sogar was Gutes. Ne? Aber halt der ganze Dreck, was halt noch mit dem Tabak sich befindet. Und der wird sicherlich irgendwie auf die Leber gehen, oder? Leber ist ja das Entgiftungsorgan. Ja, das ist wahrscheinlich, sind da Toxine halt. Ne? Ja. Das wird wahrscheinlich sicherlich auf die Leber gehen. Ja. Oh. Ich kann und da gerade, jetzt wenn ihr dann unterstützt. Sagen, damit wenig beschäftigt habe. Aber einfach logisch, also der Logik nach, na, sicherlich. Ja. Ja, und gerade wenn man dann irgendwie unterstützt, sollte man gucken, weil der Körper vielleicht noch was zumuten möchte. Aber ja, wenn man das braucht. Gut. Woran liegt es, dass manche Athleten mehr Cuts haben als andere? Zum Vergleich Urs oder Nico Stallone? Mehr was? Achso, Cuts. Einschnitte, ja. Einschnitte, ja. Ich denke mal, der Urs wird halt seine Diät zu 1000 Millionen % durchziehen, ne? Und Nico, oder natürlich hört man intern ein paar Sachen, dass er zum Ende hin nicht so 100% strukturiert ist. Natürlich, Genetik spielt immer ein bisschen mit rein, aber die Leute, die 1000% ihren Plan durchziehen und voller Fokus nach vorne, den siehst du das dann an, ja. Der wollte auch sagen, Körperfettanteil, das eine, und das andere ist natürlich dann die Genetik. Aber die meisten haben, in den meisten Fällen hat einer mehr Asche aufgerissene Diät als der nächste, als der andere. Daran wird es halt liegen. Ja. Also wenn jemand wirklich richtig trocken ist und richtig abgezogen, dann ist der normalerweise auch komplett durchgestreift. Also hast du auch. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Minusgenetik, wo du halt wirklich 3% ja. Körperfettanteil hast und keine Einschnitte hast. Dann wirst du keinen finden. Die haben einfach meiner Meinung nach nicht die nötige Disziplin. Oder man weiß nicht, vielleicht haben die auch alles nach Plan gemacht und die Pläne waren halt einfach nicht optimal. Aber also es gibt natürlich schon Unterschiede von den Einschnitten, wenn du zum Beispiel Quads anschaust, zum Beispiel Justin Rodriguez anschaust gegen Dennis Wolf oder sowas, ne? Die Quads von vorne, die sind beide wahrscheinlich von der Härte, nehmen die sich nicht so viel, aber die Einschnitte von vorne sind dann einfach viel tiefer. Das hat einfach, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch Genetik, ne? Wie tief die Einschnitte gehen, aber von Streif im Arsch oder sowas, das hat dann viel mit Diät und Disziplin zu tun. Würde ich auch sagen, dass es irgendwo mit der Genetik zusammenhängt, wie dick die Haut ist und wie sehr man Wasser unter der Haut lagert, oder ist es auch wieder eine Diätfrage? Weil wir sagen ja zwischen mal Akeem Williams, dass der so eine Elefantenhaut haben soll, also dicke Haut haben soll. Sicherlich, das spielt auch eine Rolle natürlich, ja. Und ja, also im Endeffekt, wie tief die Einschnitte sind, dann entscheidet natürlich schon ein bisschen, also unter den Umständen, dass beide halt Diät 100% durchgezogen haben und wirklich auf das Minimum vom Körperfettanteil angekommen sind, dann entscheidet es natürlich halt am Ende Genetik. Ne? Aber dass man halt gar keine Einschnitte hat, oder ne, das kann nicht passieren. Also wenn du jetzt alles richtig gemacht hast und keine quergestreiften Muskeln hast, also Trizeps, ne, Rücken, Arsch, keine Ahnung, Quads, dann hast du nicht alles richtig gemacht, also nicht alles durchgezogen. Ne? Ich glaube, jetzt wollen wir bei dem Beispiel von Akeem Williams bleiben. Er hat ja auch einmal gezeigt, dass er 100% in Form kommen kann, obwohl er Sechster bei der Olympia geworden ist. Ne? Ich glaube, manche Körpertypen sind einfach sensibler und ziehen viel schneller Wasser als andere. Und dadurch hält sich das Gerücht, dass sie so dicke Haut haben oder sonst was. Genauso wie manche Athleten haben vielleicht noch nicht 100% das Schema rausgefunden, wie sie 100% peaken. Gutes Beispiel, dieser Hassan Mustafa, der mit den ultra krassen Quads, ne, da war er auch eine Zeit lang nie in Shape und jeder hat gesagt, ja, so krasse, fette Muskeln und alles, ne, er kam nie in Form, jetzt hat er einen Coach gewechselt und da kam er plötzlich brutal in Form. Vielleicht war er ein bisschen flacher, leichter, wie auch immer, aber die Form war abnormal, ja. Also jeder kann es irgendwo, für manche fällt es vielleicht leichter, andere schwerer, die müssen da erst ihre Formen rausfinden, vielleicht finden sie es nie raus, aber ich denke mal, möglich ist es für jeden. Okay. Wir haben auch gar nicht mehr so viele tatsächlich. Diabetes und Roids, hattet ihr irgendwelche Bedenken? Naja, also die Roids haben jetzt nicht unbedingt was mit Glukosespiegel zu tun, also mit Wachs und Insulin. Wachs und Insulin. Ja, Wachs ist aber kein kein Roid, ja. Ja gut, selbst wenn wir einen Wachs dazu rechnen, also ich glaube nicht, dass das ist Tropfen auf einen heißen Stein, also das Essen macht halt natürlich aus. Ne? Also, und
Ja, ich will jetzt keine Empfehlungen geben. Ne? Also, Roids sind sowieso scheiße. Ne? Und Finger weg davon. Aber ja, man muss schon aufpassen, was man sagt. Also, es würde jetzt blöd klingen, wenn ich sage: Nein, kein Problem, ne? Hau rein. So. Oder, also, eigentlich von der Theorie her sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Also, wenn man auf den Blutzuckerspiegel aufpasst und regelmäßig misst, und dann sollte eigentlich alles gut sein. Ja. Blutzuckermessgerät holen, dann kannst du es ja kontrollieren. Ne? Ja, genau. Immer regelmäßig messen halt. Ne? Wie oft messt ihr? Ich meine, als Diabetiker muss man das halt sowieso. Ich messe einmal die Woche. Ingo, du auch noch? Ja, jetzt gerade nicht. Ich weiß halt immer, dass ich relativ sensibel bin. Wenn ich kann halt immer viele große Carbmengen essen und so. Dann habe ich so einmal eine oder alle 2 Wochen gemessen. Ich habe das schon regelmäßig gemessen. Wahrscheinlich trotzdem zu selten, aber ich wusste halt, es ist immer alles gut in Range, und ich hatte auch keine Angst, dass irgendwas passiert. Wenn ich eine Stunde oder eine halbe Stunde später meine Mahlzeit gegessen habe, bin ich auch in Unterzucker gefallen. Das zeigt mir, dass ich einfach sehr sensibel bin, und ich falle auch öfters mal in Unterzucker, muss ich sagen. Und deswegen habe ich jetzt keine Angst vor dem jetzt. Also ich glaube, ich habe jetzt die Frage falsch verstanden. War das jetzt auf Diabetes bezogen oder war das jetzt Insulin als Roid? Nein. Er hat nur gefragt, Roids und Diabetes, das war die einzige Frage. Also Roids und Diabetes, alles klar, ja, alles klar. Dann habe ich das doch richtig verstanden. Also, ja. Okay. Das sind also so, ja, wenn ich diese vorlege, die könnte man halt mit einem Wort beantworten, die Fragen, aber ich mache es trotzdem. Ja. Booster nötig oder wird man dadurch unfokussiert? Allein diese Frage, ist ein Booster nötig? Fokussiert zu werden, dann kannst du dir einen anderen Sportart suchen, wenn du es ohne Booster nicht schaffst, fokussiert zu sein. Also Booster ist nicht nötig. Erstens, also das ist die erste Frage. So, die zweite Frage, also wenn du Booster dich unfokussiert machst, dann frage ich mich, wofür brauchst du einen Booster? Also, was nimmst du für einen Booster? Was nimmst du für einen Booster, Alter? Ich meine, einen Booster nimmt man ja auch, um fokussierter zu werden. Wenn der Booster das nicht... Nein, also nicht macht, dann ist es ein scheiß Booster wahrscheinlich. Aber nötig ist es nicht, nein. Nee, absolut. Also ich trainiere ohne Booster, weder in der Diät noch in der Aufbau. Also wirklich also vielleicht 2-3 Mal im Jahr nehme ich mir einen Booster, weil jemand mir das empfiehlt und sagt, guck mal, ich habe ja den probiert, der ist super geil, willst du mal? Und wenn ich dann an dem Tag wirklich denke, ja, ich könnte mal probieren, dann mache ich das. Ansonsten, ich halte nichts viel davon, ne? Oder gar nichts mehr. Ich habe es auch schon mal erzählt auf Prep, wenn so die letzten 4, 5, 6 Wochen angebrochen sind und ich weiß, Alter, jetzt steht ein harter Leg Day an, dann habe ich so eine Viertel Ephedrin genommen und dann gebe ich dem Leg Day halt, gebe ich halt Vollgas, ob das dann den Ganzen gut tut oder nicht. Aber im Kopf legt so ein Schalter um, okay, ich habe jetzt das genommen und jetzt kann ich Vollgas geben, keine Ahnung. Weil wenn du in den letzten Wochen bist, denkst du, Alter, Beintag, boah, das ist so eine riesen Hürde für dich, und denkst, oh fuck, wie schaffe ich das und was mache ich jetzt, und du hast auch so einen Antrieb an dich selbst, du willst ja auch nicht schlechter sein wie beim letzten Mal und so, dann mache ich das und dann knalle ich es raus. Danach geht es dir 3 Stunden beschissen, wenn du runterkommst oder da wieder vom Rennen kommst, so, aber jo, ist halt so. Ja. Also gut, Ephedrin ist was anderes, ne? Also das habe ich jetzt nicht gefragt. Also wenn wir Ephedrin zu boostern... Es hat schon gut geknallt. Nee, dann nehme ich doch etwas öfter einen Booster. dann nehme ich meine Aussage zurück. Nehmt ihr überhaupt irgendwas vom Training? Irgendwie, sei es auch mal ein Kaffee oder irgendwie... Also jetzt ein Aufbau nicht, nein. Ein Aufbau gar nicht. Nein, dann geht. Also Anton, gar nichts. Martin? Kaffee, also zum Pre-Workout-Meal ganz normal trinke ich immer einen Kaffee, weil ich morgens trainiere. Und ab und zu mache ich nämlich so einen Pump-Booster so mit Citrullin-Arginin, aber mehr jetzt nicht. Ja. In seiner Diät werde ich Kaffee-Junkie, ne? Also da trinke ich halt schon viel, viel Kaffee. Jetzt in der Aufbau gar nicht. Ich trinke ja so Tee, ne? Also so einen Kamillentee oder Fencheltee. Ne, ab und zu auch ein schwarzes Tee, aber in der Diät, auch durch den Hunger, ne, also es fehlt ja was für die Geschmackrezeptoren, dann saufe ich halt einen Kaffee ohne Ende. Also ne, da bin ich schon echt. Der Dennis Reinhold ist ja auch von Olymp und der hat ganz oft diesen Airweiler gepostet und dann dachte mir, ich bestelle bei der nächsten Bestellung, nehme ich das auch mal mit. Das war ganz cool, aber ich mag jetzt auch nicht vor jedem Training irgendeinen Booster oder so reinsaufen, weil dann denke ich mir, wenn ich jetzt mal keinen Booster habe, dann habe ich bestimmt ein schlechtes Training. Ich mag diese Abhängigkeit, das mag ich nicht. Deswegen, ja, habe ich das ein paar Mal probiert und es war auch cool, ja, aber ich mag das nicht regelmäßig nehmen, damit ich da irgendwie
ja, abhängig bin. Ich nehme tatsächlich mal diesen Heaton All Night Long. Einfach ein bisschen Pump, ein bisschen Thermogenese ankurbeln. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich aus der Schule komme, ich brauche dann irgendwie ein bisschen Koffein, sonst komme ich nicht in Gang. Ich bin da voll im Mittagstief, komme gerade aus der Schule, komme direkt von der Arbeit und ich fahre mal direkt von der Arbeit dann ins Training. Ja, okay. Und es ist halt immer so dieses, du sitzt im Auto und denkst, also eigentlich könntest du jetzt gerade ins Bett gehen und pennen, und dann trotzdem. Aber ohne Koffein, also es ist krass, was Koffein macht und wie schnell man auch abhängig wird davon. Ah, meine andere Frage. Habt ihr den Podcast jetzt schon von gar nicht gut geguckt oder kommt es noch irgendwann raus? Der kam ich habe den geguckt, ja. Das war so geplant. Um was ging es denn da? Ach, das war ja letzte Woche schon. Im Prinzip, wir haben also Massenkonferenz Nummer 45. Da sind ja, wo du noch kurz vor dann abgesagt hattest, weil deine Tochter Geburtstag hatte. Aha, ja. Da waren nachher nur noch Domme und ich da. Ja. Wir sind dann zu zweit da gewesen und haben gesagt, so, fuck, was machen wir jetzt? Was besprechen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Wir können uns doch mal meine alten Pläne angucken. Weil Domme coacht mich ja gerade so ein bisschen und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal drüber gucken, was ich vor dir gemacht habe. Und dann waren das halt Pläne von Kienzel. Die haben wir uns angeschaut. Wir haben dann darüber gequatscht, was ich da gemacht habe. Es gab Pro und Contra. Ne? Ein paar Sachen hat uns gefallen, ein paar Sachen haben uns nicht mehr gefallen. Und Garnikus hat dann halt einen Artikel daraus gemacht, nach dem Motto, so trainiert Stefan Kienzel. Und dieser Artikel las sich meiner Meinung nach super negativ, als wenn wir da halt zu zweit gesessen hätten und halt Stefan durch den Kakao gezogen hätten. So, das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht. Also Garnikus hat sich dann sozusagen die Highlights aus unserer Folge rausgepickt, aber es wirkte halt dann wirklich so, als wenn wir da im Podcast gesessen hätten und Stefan Kienzel platt gemacht hätten. Und das fand ich halt uncool. Weil ich halt gesagt habe, es ging nicht darum, Stefan Kienzel platt zu machen, sondern wir haben uns alte Pläne vor mir angeguckt, wir haben gesagt, was war gut und was war schlecht. Wir haben auch zu gut und schlecht gesagt. So. Dann habe ich halt Danny angeschrieben, habe gesagt, du Danny, ich finde den Artikel nicht gut, vielleicht könnt ihr da nochmal rüber gucken, das und das ist mein Anliegen. Und das haben sie halt in dieser internen Podcast-Folge nochmal aufgegriffen und haben dann darüber gesprochen, was denn mein Problem da gewesen sei, bla bla. Und das Problem ist halt, also beide sehen halt nicht das Problem von mir, aber beide haben halt auch den Podcast nicht gehört. So, die reden darüber und sagen halt so, ja, sie verstehen das Problem nicht. Und wenn man sich halt äußert, muss man auch damit klarkommen, dass dann halt irgendwie sowas aufgefasst wird. Aber beide haben halt auch im Podcast selber zugegeben, dass sie den Podcast von uns nicht gehört haben. So, okay. Es gibt kein Beef, alles gut. Die haben halt dann, oder der Redakteur hat halt aus dem Podcast ein paar Highlights rausgegriffen, hat das Ganze dadurch halt sehr negativ darstellen lassen. Damit hatte ich ein Problem, dass der Artikel so negativ klang und ich wollte, dass es so rüberkommt, als wenn Dom und ich Stefan Kienzel da gehatet hätten. Das war nämlich nicht der Fall. Und Danny und Marcel haben es dann nochmal aufgegriffen, haben darüber gesprochen, dass ich in Anführungsstrichen ein bisschen zu empfindlich gewesen sei da, haben aber den Podcast nicht gehört. Deswegen finde ich auch schwierig, dass sie darüber sich äußern. Aber das ist alles gegessen. Ja. Ich werde auch nächste Woche mit Danny drehen, also alles entspannt. Ich finde auch Garnikus ist so ein bisschen wie die Bild-Zeitung so von der Fitness-Szene. Die greifen sich natürlich immer so die Highlights raus und Clickbait und ja, die wollen natürlich, wenn die jetzt darüber geschrieben hätten, ja, Bildungselite-Podcast war alles cool und war alles schön und war alles cool, bei Eierkuchen, würde natürlich keiner klicken, ne? Wird keiner interessieren und die sind natürlich auch dazu angehalten, ja, sucht mal was in der Fitness-Szene raus, was die Leute schauen wollen, wo wir Klicks generieren, darüber machen die natürlich ihre Verkäufe und so weiter und so fort. Darf man ihn jetzt nicht übel nehmen oder hätte ich jetzt auch gesagt, mein Gott, wir wollen ja auch mit dir jetzt da zusammen wachsen oder du möchtest wachsen mit dem ganzen Podcast und hast da von der Seite welche kommen und dich dann auch quasi ein bisschen aufs Korn nehmen wollen und mit dir dann Reichweite generieren wollen. Da würde ich mir ist auch in Ordnung. Ich habe du selber weißt, du hast alles gut gemacht und kannst dir selber am Abend in den Spiegel schauen. Oh. 100%. Mir ging es halt nur darum, dass es halt vorum falsch. Ich wurde in einem falschen Licht dargestellt. Das fand ich nicht cool. Und das habe ich halt auch dann einfach nur geäußert. So, ich habe auch gedacht, damit ist es gut. Ich habe mein Statement abgegeben und gut ist das Ding. Ne? Ist auch, glaube ich, jetzt durch das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich halt in dem Podcast von Marcel nicht ganz so cool fand, er hat mir unterstellt, dass ich die Pläne rausgekramt habe, um Klicks zu machen. Weil gerade jetzt ist gerade Stefan-Bashing-Zeit, jetzt holt er die Pläne raus und dann wird Stefan gehatet. Das war nie meine Intention. Darum ging es in dem Podcast auch gar nicht, denn das wüsste er auch, wenn er sich den Podcast angehört hätte. Und dass es mir nicht um Klicks geht, zeigt ja auch allein, dass ich die Podcast-Folge dann runtergenommen habe, nachdem halt da diese Kontroverse gekommen ist. Ja.
So, es ging mir nie um Klicks, es geht mir nicht um Klicks, es geht mir nicht darum, irgendjemanden jetzt hier zu haten oder Beef zu haben. Ich wollte einfach nur Mehrwert bieten und ich wollte mit Dominik eine Podcast-Folge drehen, weil sonst wäre Freitag ausgefallen. Das war alles. Jo. Ja. Ja. Macht Sinn. So, wir haben tatsächlich nur noch 3 Fragen, wovon 2 wenig gut sind. Ich mache einfach mal hier, wie viel Gramm sollte man circa im Aufbau maximal zunehmen? Ich lese nochmal genau vor. Wie viel Gramm sollte man circa im Aufbau maximal zunehmen? Alter, was für ein Zeitraum, was machst du mal? Was, das ist so 3,7. Welche Fortschritte? Also ja. Anfänger, Fortgeschrittener, ja, Ausgangsform, also da sind so viele Faktoren, ganz, kann man schlecht sagen. Ja. Also ich würde sagen, circa maximal wäre ich bei Ingo eigentlich bei 3,7. Ja, Maximum. Circa maximal, 3,7. Du musst dich immer auf einer Briefwaage wiegen, damit du die 3,7 genau abfangen kannst. Ich sag dir jetzt aber nicht, in welchem Zeitraum. Danach wieder Cut, wieder 2 Gramm runter und dann hast du 1,7 gehalten. Okay. Boah. Aber warum spekuliert man? Also wieso denkt, also wieso diese Gedanken, verstehe ich nicht. Mach doch Maximum, was du Maximum, was du kannst. Also mach alles, was in deinen, ja, was möglich ist, ne, und nimm das, was kommt. Also scheißegal, was du zulegst, was möglich ist. Gib einfach 100% und dann wirst du schon sehen. Lass dich überraschen, Mann. Ne? Gib einfach Gas. Ne, geh ins Training, intensives Training, mach jeden Tag 8 Stunden Schlaf und dann warte. Weißt du, das ist irgendwie wie so eine Verhandlung. So, wie viel Kilogramm, wie viel Muskeln kann ich denn zupacken, für, wenn ich 100% gebe? Und dann, wenn du dann irgendein Ergebnis sagst, womit er nicht zufrieden ist, was er nicht wünscht, ne, dann hört er dann auf oder was? Sagt er dann, nee, mache ich nicht, nee, Quatsch, nee, dann fange ich gar nicht an. So. Warum? Was? Ich verstehe diese Fragen überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja, also diese Frage war einfach komplett unpräzise und komisch. Doch die nächste, die letzte, die ist noch ein bisschen besser, die hebe ich mir dafür auf. Thema PCT, beziehungsweise Absetzen. Erste Frage, ist es sinnvoll? Hat es Nebenwirkungen? Und gibt es einen Unterschied für Hobby- und Profiathleten? Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie du vorhast, weiterzumachen. Also wenn du jetzt vorhast, du willst eh in dem Sport noch extrem viel irgendwie Fortschritte machen und so, dann macht es für mich keinen Sinn. Aber da ist auch jeder anders. Ich weiß zum Beispiel, Patrick Thur ist ein großer Fan von PCT. Aber ich bin eher der Verfechter davon, dass du quasi nicht direkt komplett aufs Gaspedal drückst, sondern dass du einfach nur das Auto auf gut Deutsch langsamer fährst. Also dass du halt eine Cruise-Phase machst mit vielleicht 125 Milligramm alle 4 Tage, ne, für einen gewissen Zeitraum. Weil wenn du direkt auf Null fährst, du produzierst ja nichts mehr selber, dann fällst du meiner Meinung nach erstmal in so ein Loch. Ne? Und bevor, ich meine, dann irgendwann kommt die eigene Achse wieder, du kannst dazu ja noch Medikamente nehmen und so, aber dann fängst du irgendwann sowieso wieder an, was zu nehmen. Und dann schrottest du deine Achse sowieso wieder. Also ich muss ja wieder herstellen und gleich wieder schrotten. So. Es lohnt sich halt nur, wenn du wirklich 3-4 Monate plus off sein möchtest. Vielleicht möchtest du ein Kind bekommen, wie auch immer. Prioritäten sind anders. Dann macht es Sinn. Ne? Aber ansonsten bin ich da, wie Martin es gesagt hat, genau bei mit der Dosierung auch. Und wenn du sowieso mit drin bleiben willst, du schadest ja auch extrem, ne? Wenn du halt quasi komplett auf Null gehst und dann so Testosteronwerte hast wie so ein 3-jähriges Mädchen, da geht es einfach nicht gut mental und so weiter und so fort. Und da schadest du dir mehr, als du dir Nutzen hast. Wenn du sowieso wieder anfangen willst. Ja, also der Unterschied zwischen Profi und Hobbyathleten ist, die Hobbyathleten sollen gar nicht mit Stoff anfangen. Also sollen eigentlich gar keinen Stoff nehmen. Ja, so. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Denn wenn man mit Stoff angefangen hat, warum dann, also wenn du PCT vorhast zu machen, frage ich, warum hast du denn überhaupt mit Stoff angefangen? Na, also das, was der Martin auch richtig gesagt hat, also diese Standardschema, die wir wahrscheinlich schon vor 10 Jahren gelernt haben, vor 15 Jahren, na, das war ja in gewesen, 3 Monate on, 3 Monate off und dann halt immer wieder, du zerschrottest deine Achse, dein endokrine System,
regenerierst es und dann zerstörst es wieder. Also, ne, also machst einen Schritt zurück, also, beziehungsweise mal einen Schritt nach vorne, dann wieder zurück und wieder nach vorne, bleibst auf der Stelle stehen und das ist wie ein Lauf, also wisst ihr, die Ratte, die in ein Rad läuft, ne, immer auf der Stelle, gibt Gas, aber passiert nichts. Es macht gar keinen Sinn, also es macht nur Sinn, PCT zu machen, wenn man A, Kindswunsch hat, ne, oder es sind andere Faktoren, ne, aber wenn man halt dann wirklich PCT durchgezogen hat und die Achse wieder auf Vordermann gebracht hat, das dauert auch ein bisschen, also was ein bisschen länger, bei einem weniger, also bei einem wird schneller gehen, bei anderen weniger, ne, aber dann macht es auch keinen Sinn, wieder halt mit dem Stoff anzufangen, also wenn man sich halt wieder erholt hat. Na, also ich, auch wenn der Patrick ist, der Verfechter ist, zwischendurch die PCT zu machen, als ehemaliger Athlet von ihm, kann ich halt nur bestätigen. Aber ich persönlich halte halt wirklich nichts davon. Na, also ich meine, als Profi-Bodybuilder einmal on und dann erst off, wenn man, wenn man die Karriere oder wenn man halt einen Kindwunsch hat. Ansonsten, wo man ja auch sagen muss, dass diese PCT-Medikamente ja auch keine Tic-Tacs sind. Das ist da, glaube ich, Brustkrebsmedikamente. So, ja. Jede Wirkung kommt mit Nebenwirkungen. Also. Menogon heißt es. Ja, es gibt halt verschiedene. Ja, da sind halt Gonadotropine und das ist, ich meine, es gibt ja etliche, ja, also von Comifen, Tamoxifen und etlichen Gonadotropinen. Es sind natürlich, klar, das sind halt immer hormonelle Präparate. Das ist jetzt kein Aspirintablette. Ne? Und obwohl, selbst Aspirintablette hat genug Nebenwirkungen. Aber ich sage eins: Es gibt in der medizinischen Geschichte kein Fall, wo ein Stoffer die Achse so zerstört hat, dass er sie nie wieder regeneriert bekommt. Beziehungsweise, ich versuche mich jetzt zu korrigieren. Es gibt sicherlich Fälle, wo halt Leute die Achse zerstört haben, aber weil die dumm sind. Ne? Aber es gibt keine hoffnungslose Fälle. So, das wollte ich sagen. Also mit der Hilfe, mit dem Arzt, mit einer richtigen Therapie, bekommt man selbst nach 20 Jahren Konsum hin, die Achse wieder so auf Vordermann zu bringen, dass man da sogar Kinder bekommt. Na, es wird halt ein langer Weg sein, aber unmöglich ist es nicht. Also wie gesagt, die Geschichten, dass man die Eier atrophieren, hoffnungslos, dass du nichts produzieren kannst, sind nicht wahr. Also das ist Blödsinn. Aber man sollte sich halt vorher genau überlegen, was man da tut und ob es das Ganze wert ist. Weil ich sehe so viele Leute, die halt irgendwie augenscheinlich irgendwas nehmen, aber genau, halt kacke aussehen. Richtig. Ne? Aber wenn er jetzt schon, also bevor er mit Stoff angefangen hat, an PCT denkt, dann lass das doch den Stoff direkt weg. Das ist so Blödsinn. Ja. Frag dich halt immer, warum, ne? Wofür. Genau. Letzte Frage, Leute. Mehr haben wir nicht. Welche Körperpartie eines anderen Athleten würdet ihr euch aussuchen? Na, also welche Partie und von wem? Ingos Beine. Vom Podcast jetzt hier, oder was? Steht da nicht so drin. Ich könnte meinetwegen auch von weltweit nehmen. Also sagen wir einmal Podcast und einmal generell, okay? Okay. Das ist interessant. Also Podcast, Ingos Beine, also Ingos Quatz. Und generell Markus Rühls Bizeps vielleicht. Stimmt, ja. Aber weißt du, was ich glaube? Selbst wenn man die besten Muskelpartien alle Bodybuilder zusammen macht, sieht das trotzdem wie ein Quasimodo aus. Dann, halt. Ja, dann ist das nicht stimmig. Dann sieht das nicht so gut aus. Na? Also ich habe sowieso eine andere Philosophie. Also ich möchte wie keiner aussehen. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. Na, ich möchte mein genetisches Potenzial auf Maximum bringen. Na, egal, wie es dann nachher aussieht. Na, und ich habe Bällchen, gib Bällchen. Jawohl. Ich glaube, ja, egal, was ich mir von wem von euch aussuche, es wird bei mir absolut komisch aussehen. Ja, das sowieso, aber... Ich glaube, ich hätte jetzt Martin Schultern und alles andere ist halt noch so klein wie bei mir jetzt. Stell dir vor, ich hätte Phil Heath Rücken und der ist schwarz. So was. Phil Heath Rücken wäre auch stabil. Ja. Der ist nicht schlecht. Ne? Der ist so richtig 3D und so bubbly nach außen. Also das finde ich geil. Finde ich geiler als Ronnie Colemans Rücken tatsächlich. Weil Ronnie Colemans Rücken ist so fleischig, aber der Doppelbizeps von Phil Heath, der geht so in die Dichte rein, der schaut einfach crazy aus. Aber der Arsch. Ich hätte Körperbehaarung von Steve Bentin. Ja, der hat so richtig was zu tun, ey. Steht. Nein, das war natürlich Podcast, jetzt nicht mal. Podcast.
Ich überlege gerade, wahrscheinlich müsste ich wohl weltweit, damit es irgendwie einigermaßen stimmig aussieht, irgendwie die Schultern von Dana Lynn Bailey oder sowas nehmen. Die sehen krass aus, aber sind trotzdem noch irgendwie in meinem Körper irgendwie einigermaßen. Das wäre nichts überdimensional. Ah, ja. Der Rücken von Chris ist natürlich brutal, ne? Der ist schon ab und mal. Die Schlüsselbreite von Martin ist natürlich auch Next Level Shit. Boah. Also wir können auch allgemein sagen, also jetzt nicht aus dem Podcast meinen, also welche Muskelpartien die besten sind weltweit. Ne? Also vielleicht sogar in der Geschichte. Also wenn wir so ein Bodybuilder, so ein Frankenstein zusammenbasteln würden. Ja, genau. Also von wem würdet ihr die Beine nehmen, von wem den Bauch, von wem die Brust, von wem den Rücken, von wem die Arme? Und schon Platz natürlich die Beine. Fangen wir unten an? Ja, fangen wir mal Waden an. Waden? Auch Waden? Oder? Ja, Waden. Flex Lewis hat krasse Waden auf jeden Fall. Ja. Ja. Was sonst? Frank McGrath hatte da nicht auch so dicke Waden? Stimmt, ja. Ultravaskulär. Ja. Okay. Also die Beine würde ich auf jeden Fall von Tom Platz nehmen. Quads. Ne, ja. Mit dieser Tiefe. Kennt ihr Eric Frankhauser? Mhm. An dem muss ich auch denken. Krasse, krasse Beine. Also, wer? Eric Frankhauser. Ey. So. Leider nicht. Googeln können. Sag mir echt nichts jetzt. Ja, Tom Platz ist natürlich auch Next Level, ja. Ja. Aber sonst. Ich meine, man könnte Rami sagen, aber der Bein ist nur deformiert und kaputt. Und man ja, also es gibt viel. Also ich habe auch von. Die Beine von wem? Von Flex Willer fand ich auch gut. Oder von der Form her, also reine Form. Hm? Ben Pakulski hat auch diese Beine. Wenn du jetzt noch heute Ben Pakulski, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, Ben Pakulski. Du könntest auch eigentlich jedes zweite Muskelpartie von Ronnie Coleman irgendwie nehmen und da zusammen klatschen. Ne? Ja, der Ronnie, ja, das einfach stimmt. Also, dann wäre es langweilig. Ja. Wir nehmen den Ronnie raus. Also das ah, die Mittelpartie von Flex Wheeler würde ich nehmen. Ja. Also generell der Bauch. Ja. Ja, oder halt jetzt von so einem Aaron Banks. Oder von so Chris Bumstead, die Mittelpartie. Stimmt, ja. Aaron Banks auch, ja. Noch schneller. Ja. So. Brust. Brust. Ach, wer hat so eine Riesenbrust gehabt? Arnold. Naja, das Arnold. Dachte ich jetzt auch, aber dann, das geht nicht. Wer hat noch? Fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wer hat die Arnold gewonnen? Fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Samson Dowder. Ja, Samson Dowder. Ja, stimmt. Ja, eine gute Brust. Geile Brust, der richtige Fleischbrust. Ja, fällt noch jemand ein? Lustig. Boah, warte. Ah, ja, Arnold natürlich. Ja. Ich glaube, Arnold nach heutigen Standards wäre auch nicht mehr so krass, wahrscheinlich. Naja, das wäre, genau. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Ich glaube, Samson ist gar nicht schlecht. Samson ist gut. Ja. Auf jeden Fall gut dabei, ja. Trizeps auf jeden Fall Rolly Winkler, oder? Rolly Winkler, ja, gut. 100%. Ja. Oder Lee Priest. Ja, Lee Priest. Komplette Arme, das ist sowieso ein Freakmann. Die Arme generell. Ja. Ja. Bizeps, Markus? Ja, oder Phil Heath, der hat auch einen kranken Arm dran, ne? Markus hat halt mehr so einen Peak. Ja, ja, Markus hat einen krassen Peak. Weil Phil sieht halt einfach so symmetrischer alles generell der Arm. Ja. Ich würde Rühl sagen bei Bizeps. Bizeps und Schultern von Markus. Komm, genau. Gib mir Markus den. Ich auch, komm. Schultern von Markus, ja. Schultern? Als deutsche Patrioten. Ja. Schultern Martin Hahn ist, ohne Frage. Also. Würde ich bitte auch Markus sagen bei Schultern. Oder von der Schulterbreite her war das schon brutal. Ne? Fällt mir jetzt gar keiner ein, der da irgendwie mithalten kann. Rein von der Schulterbreite. Ja, von der Schulter Schlüsselbeinbreite ist, glaube ich, Ian Valier auch richtig gut dabei. Ne? Ja. Aber von den Schultern her. Hardy hat auch das viel könnte nicht sein. Wer kann besser rein? Rücken? Verlief, ne? Ja, oder Ronnie Coleman, der ist auch krass, ja. Ich finde bei Ronnie Coleman eher von hinten der Unterkörper. Also der hat ja so einen riesen Gluteus. Also, der ist der Gluteus, ja, den klar. Von Gluteus ist unreal, das kann gar nicht sein, ja. Und wäre ich auch, also
Nicht besser als Phil, definitiv nicht, aber von Kay Green fand ich beeindruckend. Da wo sie richtig dieser Latt dran hängt. Der Latt schon ganz unten anfängt, aus der Unterhose. Der Schinken einfach da. Ja. Ja, das stimmt. Ja, es ist schwierig, ne? Also selbst hier, ne, merkt man, es gibt keinen eindeutigen Favoriten halt, ne? In jedem Muskelpartie. Wer hat den krassesten Nacken? Ronnie Coleman. Ja. Der Ronnie oder Dorian. Dorian auch. Dorian, ne? Dorian, auch Rücken, auch Lutzbrett von vorne. Da finde ich, also ich finde den Lutzbrett von vorne bei Dorian besser als bei jedem anderen. Ja, ja, der hat so eine Weite, so eine ultra Dicke. Ja, genau. So. Die Dichte ist nicht so krass wie bei anderen, natürlich trotzdem heftig, aber diese Weite, dieser Latissimus einfach, das. Ja. Wir hatten einen Kollegen erzählt, der war ja so zu den Zeiten auf der FIBO gewesen und ist dann irgendwie so Treppe runtergegangen. Auf einmal saß da ein Klotz, also der hat die ganze Treppe, er hat einen Schnürsenkel gebunden, ne, und er hat die ganze Treppe genommen, ne, also mit seinen Rückenbreiten. Na, und da war es eigentlich direkt klar gewesen, dass das der Dorian ist. Ne? Aber du meinst, live zu sehen, das war schon phänomenal. Also dieses Rückenfleisch, also es war einfach unbeschreiblich, Alter. Es ist schon weit weg von gut und böse, ey. Wer war der beeindruckendste Bodybuilder, den ihr je live gesehen habt? Der Morgan Aced auf der FIBO 2019. Okay. Das muss der ja war 140 Kilo und 2 Meter groß oder so. Na, also da dachte ich, also der sah echt aus, als er so da stand wie so ein Monster. Ne? Also ich habe ja schon, also ich fand so Phil Heath zum Beispiel, den fand ich null beeindruckend, als ich den live gesehen habe. Ne, der hat zwar dicke Arme und so, aber so ein T-Shirt von der Schulterbreite und so. Ja. Eigentlich ganz Besonderes. Das denkt man gar nicht, dass der dann so aussieht. Aber so bei diesem Morgan Ace, das war schon, also gerade wenn die halt auch riesengroß sind, dann denkst du dir schon, Alter. Danke. Ich habe zum Beispiel Cedric McMillan auf der FIBO gesehen in seiner besten Zeit, der auch ein Riesengestalt, weil er ist auch riesengroß und einfach auch ein heftiger Schlüsselbeinbreite, einfach so bubbly Muskeln und das sah auch schon heftig aus. Ne? Hat er so Leggings angehabt, da war er noch bei Cytec, ja, das war schon böse. Ich glaube, für mich war es tatsächlich Dennis Wolf in seiner Prime. Den habe ich in seiner Prime, ja. Doch, habe ich ihn gesehen, ja, auf der FIBO auch. Stimmt. Also von den Gebrüten her, also von der Größe her, dann, also schon Big Grammy. Ja, da habe ich einmal auf FIBO und dann noch ein paar Mal bei Dennis James, ne, bei Dennis James habe ich den natürlich gesehen, so live. Das war schon spektakulär. Also das ist schon ein Gestalt, ja. Ja, ich glaube, bei Dennis war einfach noch, dass er so groß ist. Und dann einfach. Der Big Grammy ist auch nicht unbedingt klein. Oh, ich fand ihn, also nicht, da stand ja Dennis James neben ihm, hat mir auch die Hand gegeben. Den habe ich nicht so geflasht wie Dennis Wolf damals. Aber der hat auch Klamotten an. Dennis Wolf hat halt so ein Muscle-Shirt an, ne? Das ist schon ein Unterschied. Es wirkt ja anders. Ja. Und von Ingo war ich krass überrascht, als ich ihn gesehen habe. Ja. Ist nett. Danke. Gut, Leute. Packen wir's? Ja. Wir haben auch alle eigentlich alle Fragen, die es beantwortet, waren heute nicht so viele gute dabei. Also streng mich nächstes Mal bitte mehr an. Oder das gegen die Leute, die sich voll Mühe gegeben haben. Echt so. Ja. Wahrscheinlich nach der FIBO, wenn die wieder alle motiviert sind, dann geht's wieder los. Zieht auf Prep. Aber als Lehrer muss man ja auch Feedback geben, ne? Also, ja. Sonst wird die Leistung ja nicht besser. Wenn ich sie jetzt immer nur lobe, machen die genauso weiter. 4-. So, wir sehen uns jetzt am Wochenende, oder was? Ja, also ich bin Dennis Wolf. Ja, ich nicht. Okay. Ja, ich bin da. Aber cool. Erstmal euch vielen Dank fürs Reinhören. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, screenshotten, Ingos Oma schicken. Ihr kennt das Spiel. In dem Sinne, wenn ihr uns auf der FIBO sehen wollt oder seht, sagt gerne Hallo. Wir sind am Samstag fast alle da. Und wenn ihr für Dennis Wolf seid, werdet ihr die drei hier begegnen. Jawohl. Mach's gut. Ciao. Seid massiv.